This coalition aircraft. Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik. Es geht um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit. Eine Zeitenwende. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus. Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations. Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München. Wir zeichnen diese Folge auf am Samstag, den 27. Januar 2024. Wir haben diesmal, weil es so komplex ist, nur ein Thema und das haben wir auch mit einem Gast. Dabei geht's um die gern diskutierte Frage, ist die NATO-Osterweiterung schuld an Russlands Krieg gegen die Ukraine? Mary Elise Cerotti, willkommen Mary. Hallo. Du bist Historikerin an der Johns Hopkins University in Baltimore. Nein, in Washington. In Washington. Ist die nicht in Baltimore? Johns Hopkins hat mehrere Standorte. Alles klar. Und ich bin am sogenannten School for Advanced International Studies in Washington. Auch bekannt als SAIS. SAIS. Bekannt genau. Als SAIS. Und kleine Werbung, wir haben auch Standorte in Bologna und Nanjing. Wahnsinn. Wobei mir aufgefallen ist, Johns Hopkins University ist in Deutschland ein ziemlich bekannter Name, aber aus ganz anderen Gründen, nämlich aus der Corona-Pandemie, weil die nämlich als erste angefangen haben, diese ganzen neu auftretenden Fälle einer unbekannten Lungenkrankheit zu sammeln, zu katalogisieren. Und die wurden dann die Autorität. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Mary hat sich mit was ganz anderem befasst. Sie hat ein Buch geschrieben, das vor kurzem auch auf Deutsch erschienen ist. Nicht einen Schritt weiter nach Osten. Aber der englische Titel dürfte bei manchem klarer machen, worum es geht. Der heißt nämlich Not One Inch. Dieser berühmte One Inch, ist es dann auf Deutsch, nicht einen Zentimeter. Oder nicht ein Meter, egal. Amerika, Russland und die wahre Geschichte der NATO-Osterweiterung ist der Untertitel. Und schon sind wir mittendrin, nicht nur in der deutschen Nachkriegs- und Nachwendegeschichte, sondern in der aktuellen Konfliktlage in Europa. Als letzter von uns hat Frank das Buch gelesen. Das heißt, der kann sich am besten erinnern, worum es eigentlich geht. Frank, hilfst du uns mal weiter? Also die Vorbemerkung, die ich vorausschicken will, ist, dass dieses Buch, glaube ich, beide Lager gegen sich aufgebracht hat. Sowohl diejenigen, die der NATO-Osterweiterung eine ganz erhebliche Mitschuld geben, daran, dass jetzt dieser russische Krieg gegen die Ukraine stattfindet, als auch denen, die eben der Ansicht sind, dass es ganz andere Gründe für diesen Krieg gibt und dass die NATO-Osterweiterung vollkommen legitim und nicht zu kritisieren ist. Und für eine wissenschaftliche Arbeit, glaube ich, ist es immer tendenziell ein gutes Zeichen, wenn man so differenziert argumentiert hat, dass man sich zwischen alle Stühle setzt. Und deswegen fand ich es ein sehr spannendes Buch zu lesen. Und mein Vorschlag wäre, dass wir einfach ganz vorne anfangen und im Grunde mit der entscheidenden Frage. Also als der Ost-West-Konflikt dabei war, zu Ende zu gehen und auch die deutsche Wiedervereinigung anstand, wurden ja eben diese Gespräche geführt, in deren Rahmen auch dieses Bon mot fiel von Not One Inch Further, nicht einen Schritt weiter nach Osten. Und deswegen die Frage damals, wer hat wann was zu wem gesagt und vor allem wichtiger noch, was wurde dann tatsächlich vertraglich fixiert? Moment, ehe du antwortest, müssen wir für die jüngeren Hörer sagen, wir reden über das Jahr 1989-90. So ist es, ja. Und also für die jüngeren Hörer auch nochmal gesagt, wer unsere Bugs Live-Folge gesehen hat. Viele dieser Gespräche wurden in dem Saal geführt, in dem wir die Live-Folge aufgenommen haben. Ach ja, stimmt. Wusste ich nicht. Interessant. Also erstens nochmal Hallo in die Runde als langjährige Zuhörerin aus USA. Ja! Freut es mich riesig, hier zu sein. Ja. Na, ich darf sozusagen als eure Amerika-Korrespondentin auftreten. Und das freut mich ja riesig. Es freut mich auch, dass ihr das Buch gelesen habt und dass das Buch auch in Deutschland sich gut verkauft und dass man darüber debattiert.
Frank, du hast es genau richtig gesehen. Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich gedacht, Mensch, am Ende werden alle mich hassen. Denn es gibt keine einfache Antworten zu diesen Fragen. Aber ich finde, die Fragen, die du soeben gestellt hast, Frank, das sind die richtigen. Also erstens, wer hat was zu wem gesagt? Fragezeichen. Und zweitens, was ist vertraglich fixiert worden? Und die Antworten sind nicht gleich. Antwort zur Frage 1. Es ging um die Wiedervereinigung Deutschlands. Und lass mich ein bisschen den Kontext erzählen, bevor ich, also für die jüngeren Zuhörer, bevor ich antworte. Also natürlich bekannt ist, am 9. November 1989 fiel die Mauer. Nebenbei gesagt, mein Interesse an diesem Thema kommt davon, dass ich das große Glück hatte, im Jahr 1989 in West-Berlin als Austauschstudenten anwesend zu sein. Also von daher kommt mein Interesse an der deutschen Geschichte. Und ich habe ein Buch über den Mauerfall geschrieben, das heißt The Collapse. Ich habe auch ein Buch über die deutsche Wiedervereinigung geschrieben, das heißt 1989, beide auf Englisch. Als ich diese Bücher erforschte, entdeckte ich Quellen zur NATO-Osterweiterung. Und das war eine riesige Überraschung, denn damals hieß es, die deutsche Wiedervereinigung habe nichts mit der NATO-Osterweiterung zu tun. Die sind vollkommen getrennt. NATO-Osterweiterung passierte Mitte der 90er unter Clinton. Also habe nichts mit der Wiedervereinigung zu tun, was nicht stimmte. So, dann habe ich viele, viele Quellen zur NATO-Osterweiterung entdeckt. Und ich habe dann mich entschlossen, das zu meinem Thema zu machen. Ich habe dann jahrelang nach der Deklassifizierung von weiteren Quellen gearbeitet. Das hat ewig gedauert. Ich habe im Jahr 2005 angefangen und ich habe mir selbst gesagt, ich schreibe erst, wenn ich genug Quellen habe. Ich bin Wissenschaftlerin, ich bin Professorin, ich will ein wissenschaftliches Werk schreiben. Nichts in diesem Buch stammt aus meinen Erinnerungen. Ich nahm an nichts persönlich teil. Also das ist ein wissenschaftliches Werk. Und mir war auch wichtig, alles, was ich sage, soll wiederherstellbar sein. Auf Englisch heißt man reproducible. Das heißt, wenn ich in dem Buch sage, also dieses Zitat von einem Gespräch, Baker Gorbatschow in so einem Archiv sitzt, Sie sind, also die Zuhörer, Sie können vielleicht nicht mit meiner Interpretation einverstanden sein, aber es gibt diese Quelle und diese Quelle sagt genau die Wörter, die ich zitiere. Also das Buch ist vollkommen wiederherstellbar. Ja, man spricht von der sogenannten intersubjektiven Nachvollziehbarkeit als wissenschaftlichen Gütekriterium. Ja, aber es ist wichtig. Ja, aber jetzt, okay, jetzt also als Kontext. So, die Mauer ist runter. Es ist klar, Leute wollen, also Deutsche wollen die Wiedervereinigung. Das Problem ist, im Jahr 1945 hatte Nazi-Deutschland bedingungslos kapituliert. Bedingungslos heißt bedingungslos, ohne Frist, ohne gar nichts. Es gab noch in dem Jahr die vier Siegermächte, die sogenannten Siegermächte, USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich. Sie hatten noch unbestreitbare juristische Rechte über Deutschland als Ganzes. Und dazu, die Sowjetunion hatte damals fast 400.000 Truppen auf dem Boden der DDR. Das hieß, obwohl Gorbatschow war natürlich der letzte Generalsekretär der Sowjetunion, obwohl er sehr angeschlagen war, obwohl das Land sehr schwach war, die Sowjetunion, obwohl sie kurz davor stand zu zerfallen, hatte Gorbatschow trotzdem diese zwei starke Karten in der Hand. Und er musste sie abgeben, damit es zur Wiedervereinigung kommen könnte. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das waren sozusagen, auf Englisch würde ich sagen, die Stakes. Also das war das, worum es ging. Die Frage war, um Gorbatschow zu zwingen, diese zwei Karten aufzugeben, was müssen wir ihm geben? Baker hat hypothetisch vorgeschlagen. Stopp, eben Baker war der damalige US-Außenminister. Genau, James Baker war der damalige US-Außenminister und der Top-Diplomat, auch ein enger Freund von dem damaligen Präsidenten George H.W. Bush. Die waren langjährig befreundet, haben zusammen Tenniswettkämpfe gemacht und Bush hat klar gemacht, also Baker ist mein Diplomat Nummer eins. Baker ging dann zu Gorbatschow und hat im Februar 1990 ein hypothetisches Gespräch geführt. Also ich werde jetzt paraphrasieren, aber alle genauen Zitate, wörtliche Zitate sind in dem Buch. Also wer das also lesen will, empfehle ich das Buch. So, Baker ging nach Moskau, führte ein hypothetisches Gespräch mit Gorbatschow und sagte wörtlich, wie wäre es mit dieser Idee? Sie lassen die DDR los
Und wir versprechen Ihnen, NATO bewegt sich keinen Zentimeter, oder genauer gesagt, die Jurisdiktion der NATO bewegt sich keinen Zentimeter nach Osten. Auf Englisch, NATO's jurisdiction will not move one inch eastwards. Fragezeichen am Ende. Und dann hat Gorbatschow etwas so vage gesagt, ja, das hört sich richtig an, natürlich wäre das richtig, aber es ist nicht dabei festgelegt worden. Ja, Frage. Gibt's Fragen? Schon Fragen? Ist nicht diese, Apple lässt wieder Luftballons steigen, ist nicht diese, diese Wendung NATO-Jurisdiktion? Ja. Nicht auch schon seltsam? Die NATO ist ein Militärbündnis, die hat in dem Sinne keine Jurisdiktion. War das schon sozusagen Teil des Versuchs, das abzuschwächen, dieses Angebot? Oder kann man da, oder ist es, zu sehr rein interpretiert jetzt? Das ist zu sehr rein interpretiert. Vorneweg muss ich sagen, Baker hat nachher gesagt, ich hätte das Wort Jurisdiktion nicht benutzen sollen. Es hat für Verwirrung gesorgt. Also er hat selber zugegeben, es war verwirrend, dass er das benutzt hat. Sinngemäß meinte er da so, das Territorium vom Artikel 5. Genau, genau. Artikel 5 für Ihre Zuhörer ist das Herzstück des NATO-Vertrags. Das ist der Artikel, der sagt, eine Attacke gegen ein Land ist wie eine Attacke gegen alle Länder. Ich wollte nur ganz kurz hinzufügen. Ich habe jetzt gerade eben die Akten der auswärtigen Politik zur Wiedervereinigung gesucht. Deswegen habe ich es vielleicht verpasst. Man muss ja auch sagen, dass die USA in diesem ganzen Prozess von vornherein die einzigen waren, die gesagt haben, sie unterstützen die Wiedervereinigung, aber Deutschland muss Mitglied der NATO bleiben. Also so ist es. Das war der Kern der amerikanischen Politik bei der Unterstützung der Wiedervereinigung. Also vielleicht rede ich mal, erzähle ich ein bisschen mal weiter. So, ich bin noch bei der Frage, wer hat was zu wem wann gesagt? So, am 9. Februar 1990 hat Baker tatsächlich zu Gorbatschow gesagt, wie wäre es mit dieser Idee? Sie lassen locker und die NATO bewegt sich keinen Zentimeter nach Osten. Und Gorbatschow hat so geantwortet wie, ja, hört sich richtig an, wir sollen darüber sprechen. So, wichtig ist, am nächsten Tag kam dann Helmut Kohl nach Moskau und hat mehr oder weniger das Gleiche wiederholt. Bloß im Vergleich zum Gespräch mit Baker hatte das Gespräch mit Kohl ein Ergebnis. Denn im Laufe des Gespräches sagte Gorbatschow so nebenbei, die Wiedervereinigung sei die Sache der Deutschen. Und da ging sozusagen, a light bulb went off über den Kopf von Helmut Kohl. Auf einmal fiel Helmut Kohl ein, also dieser Spruch ist nützlich. Und Kohl hat dann, nachdem er sagte, also die NATO bewegt sich nicht nach Osten, ich paraphrasiere, die genauen Zitaten sind in dem Buch. Nachdem Gorbatschow sagte, die Wiedervereinigung sei eine Sache der Deutschen, hat Kohl dann gesagt, könnten Sie das bitte wiederholen? Habe ich Sie richtig verstanden? Und Gorbatschow war auf einmal ein bisschen verunsichert, sagte aber, ja, das ist richtig. Und dann hat Kohl sofort danach, also sofort nachdem alle Verhandlungen fertig waren, hat er sofort eine Pressekonferenz einberufen und gesagt, heute ist ein guter Tag. Gorbatschow hat gesagt, die Wiedervereinigung ist alleinige Sache der Deutschen. Also es kommt die deutsche Wiedervereinigung. Und die Sowjets haben sich angeguckt, so wie hat er das tatsächlich gesagt. Und sogar die Botschaft von der Bundesrepublik hat auch gefragt, war das richtig so? Mitarbeiter der Botschaft am nächsten Tag, die Alten ins Büro, um die Pressemeldung von TASS zu lesen, um zu sehen, ob TASS, die sowjetische Nachrichtenagentur, das wiederholen würde. Und TASS hat das getan. Und als TASS diese Pressekonferenz so berichtet hatte, wie sie war, war die Stimmung in der Botschaft Euphorie. Carlo. Frage, weil das, glaube ich, jetzt wichtig ist. Über was für einen Osten reden wir? Ja, das ist auch wichtig. Weil ich meine, wir müssen uns ja vorstellen, 1990, als die Gespräche geführt worden sind, gab es den Warschauer Pakt noch. Alle Staaten sozusagen waren noch Mitglied im Warschauer Pakt. Klar gab es Demokratiebestrebungen. Ja. Dort, vielleicht war es schon abzusehen, dass es mal bald keinen Warschauer Pakt mehr geben würde, aber es gab ihn noch. Also über was für einen Osten wurde geredet? Den Osten Deutschlands oder den Osten Europas? Okay, weißt du, Carlo, das ist eine enorm wichtige Frage. Ich bin noch bei der Frage von Frank. Wer hat was zu wem wann gesagt und was ist vertraglich fixiert worden? Vielleicht kann ich das kurz resümieren und dann komme ich zu deiner Frage, denn deine Frage ist sehr wichtig. Also sowohl Baker als auch Kohl haben direkt persönlich, ich kann nicht sagen unter vier Augen, denn es waren natürlich Übersetzer dabei, aber sowohl Baker als auch Kohl haben direkt zu Gorbatschow gesagt, die NATO bewegt sich keinen Zentimeter nach Osten. Aber was passierte danach?
Baker ist nach Hause gefahren, hat mit seinem Chef, seinem alten Freund, George H.W. Bush, hat davon berichtet, was er in Moskau machte. Und Bush sagte, Bush hat Baker zurückgepfiffen. Er sagte, nein, das ist nicht richtig. Und da sind wir jetzt schon wieder, ich glaube, bei deiner Bemerkung, Carlo. Die USA waren von Anfang an die Meinung, Deutschland kann sich wieder vereinigen, muss aber als Ganze in die NATO. Das war die Position von Bush. Als Baker nach Hause kam, erzählte Bush, ich habe Gorbatschow von dieser Idee, die NATO bewegt sich nicht einen Zentimeter nach Osten, erzählt, sagte Bush, das ist eine schlechte Idee. Dann haben wir ein wiedervereinigtes Deutschland und die NATO-Linie bleibt genauso, wo sie ist, mitten durch Deutschland. Wie verteidigen wir denn? Oder sogar, die Deutschland wird irgendwie neutral. Nee, Bush war nie dafür. Ist das nicht, weil natürlich. Natürlich waren die nicht dafür. Genau. Aber die Aussage, nicht einen Schritt weiter nach Osten, ist ja geteiltes Deutschland, also zumindest NATO-geteiltes Deutschland. Oder vielleicht sogar die Möglichkeit, dass man sagt, ja, dann ist Deutschland an sich nicht in der NATO? Nee, das war nur Genscher. Ja, da kommt die Genscher. Die Idee hat Genscher. Genscher. Da kommen wir noch drauf, ja. Das ist noch ein Thema. Genscher ist noch ein Thema. Ich rede jetzt exklusiv von der amerikanischen Position. Baker kommt nach Hause und sagt zu Bush, ich habe diese Idee erwähnt. Die NATO bleibt, wo sie ist, im Februar 1990. Sprich, also die Ostgrenze der NATO ist die Ostgrenze der Bundesrepublik. Bush sagt, das ist eine unglaublich schlechte Idee. Das ist ein Fehler von dir. Das hättest du nicht sagen sollen. Und Baker sagte, okay, jawohl. Und Baker hat dem Auswärtigen Amt geschrieben und gesagt, tut mir leid, ich habe für Verwirrung gesorgt, wir sollen nie wieder davon sprechen. Und es ist auch so gekommen. Die Amerikaner haben dann nie wieder von dieser Idee gesprochen. Das Problem war, dass Kohl auch diese Idee erwähnt hatte zu Gorbatschow. Und Bush war nicht der Chef von Kohl. Bush konnte nicht einfach Kohl zurückpfeifen. Dann hat Bush das auf einer anderen Art gemacht. Er hat Kohl in die USA eingeladen, nicht nur nach Washington, sondern zum Camp David. Das ist was ganz Seltenes. Also er war der erste Bundeskanzler, der nach Camp David kommen durfte. Das ist also das Wochenendhaus vom Präsidenten. Und das war im richtig kleinen Kreis vor einem Kamin mit Feuer und nettes Essen und so weiter. Strickpullover und so weiter. Strickjacke, wenn schon, Michael. Nee, Strickjacken war Kaukus. die berühmte Strickjacke ist Miss Gorbatschow, aber war Strickjacke-Stimmung, sagen wir mal. Strickjacke. Ich habe ein Wort erfunden in einer Sprache, die ich kaum spreche. Ja, aber sehr gut. Strickjacke-Stimmung. Mary, darf ich zu dieser, bevor du weiter erzählst von Kohl Bush, als Baker in Moskau war und das gesagt hat, ist Kohl darüber informiert worden? Also ja, hat Kohl das aufgegriffen, weil Baker. Okay. Lass mich zuerst die Frage für Frank antworten und dann komme ich zu der Frage, ist Kohl informiert? Und dann kommen wir über welchen Osten und auch zum Genscher. Der Podcast verlängern wir auf 6 Stunden diese Woche. Ja. Okay. Sehr gut. Okay. Diese Fragen werden jetzt ein für alle Mal geklärt. Die Zeit nehmen wir uns. So, okay. Bush hat Kohl nach Camp David eingeladen. Die sitzen da, so mehr oder weniger unter 4 Augen. Natürlich, es gibt Übersetzer und so weiter, aber wirklich im kleinsten möglichen Kreis. Bush sagt Kohl, diese Idee, also über die Zukunft der NATO zu verhandeln, zu Hulle damit. Wir haben gewonnen, die nicht. Dann sagt Kohl, aber ich muss Gorbatschow was anbieten können. Also wenn wir nicht über die NATO sprechen, dann wird es letztendlich eine Geldfrage sein. Dann sagt Bush Kohl, du hast tiefe Taschen. Und so ist es gekommen. Ja. So, genau. Um das ganz, ganz, ganz kurz und knapp zu machen, es gibt natürlich viele Wendungen aber am Ende, so ist es gekommen. Am Ende war es eine Geldfrage. Bob Gates, der später Verteidigungsminister war, aber damals war er der stellvertretende nationale Sicherheitsberater. Bob Gates sagte, bei Camp David hat sich die westliche Strategie, oder genauer gesagt, die amerikanische und bundesdeutsche Strategie sich kristallisiert. Ich zitiere hier Bob Gates. Er sagte, wir werden die Sowjets rausbestechen. Und noch besser, die Bundesdeutschen werden die Bestechung bezahlen. The best of all worlds. Denn es ist ja die deutsche Einheit. Haben sie ja auch getan dann. Und haben die auch getan. Aber ja. Man muss auch mal dazu sagen, aber das war es war ein Deal. Ja. Die Sowjetunion hat ja gesagt.
Ja, genau. Das heißt, es wurde niemand hintergangen oder über den Tisch gezogen. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil deiner sehr intelligenten Frage. Ah. Jetzt kommen wir zu, was wurde denn aufgeschrieben? Was wurde vertraglich fixiert? So, das ist, schneiden wir bitte vors Intro. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil deiner Frage. Was wurde vertraglich fixiert? Also wichtig ist der sogenannte 2+4 Vertrag. Für die jüngeren Zuhörer, 2+4 heißt Bundesrepublik Deutschland und die DDR, also zweimal Deutschland, und die vier Siegermächte, USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich. Die Siegermächte mussten ihre juristischen Rechte aufgeben, damit Deutschland wiedervereinigt und souverän werden könnte. Das passierte mit dem sogenannten 2+4 Vertrag. In diesem Vertrag gibt es kein Verbot gegen die NATO-Osterweiterung, sondern im Gegenteil, es wird ausdrücklich klar gemacht, NATO darf sein Territorium, seine Jurisdiktion, sprich Artikel 5, jenseits der Frontlinie vom Kalten Krieg erweitern. Aber, und zwar auf das Territorium der DDR. Aber mit einer zeitlichen Einschränkung. Ich war 1995 genau. In Klietz auf dem Truppenübungsplatz. Ja. Alter Schwede, das muss... Oh, nee, Junge. Nee, das gehört aber dazu. Also, ja, aber wo du warst, interessiert keine Sau. Ich war 1995 in Sachsen-Anhalt auf dem Truppenübungsplatz Klietz, wo die ersten Bundeswehrsoldaten der NATO unterstellt wurden. Das war also erst Jahre später. Also das hat eine Weile gedauert. Ja, ja. Das stimmt. Das ist im Buch Seite 277. Vielleicht müsste man auch sagen, weil das ist vergessen worden. Dieser Deal mit dem Rauskaufen bedeutete, dass Deutschland also Milliardenkredit der Sowjetunion gegeben hat für Wirtschaft, aber auch sozusagen Geld in die Hand genommen hat, um Wohnungen zu bauen für die sowjetischen Truppen, die von dem Territorium der DDR abziehen sollten. Also wir haben mehrere Milliarden D-Mark ausgegeben. Also zwölf Milliarden. Also D-Mark plus 3 Milliarden zinslose Kredit. Aber zurück zu Thomas, zu deinem Punkt. Genau, also es gab Einschränkungen, die heute noch gelten teilweise, und das ist auch wichtig. Zum Beispiel, die westliche Seite hat zugesichert, das Territorium der DDR wird für immer nuklear frei bleiben, mit dem Ergebnis, bis heute ist das Territorium der ehemaligen DDR den einzigen Fleck Europas, das vertraglich nicht nuklear bleiben muss. Das erhebt interessante Fragen, wenn man Berlin verteidigen möchte. Also das heißt, auf dem Gebiet um Berlin herum, das ist nun die Hauptstadt, das sind vertraglich fixierte Begrenzungen, was man da also aufrichten könnte zur Verteidigung Berlins. Und ja, dann zur Verteidigung schon, aber keine Nukes. Ne? Also, keine Nukes meine ich, keine nukleare Verteidigung, genau. Das vielleicht auch ganz gut so, ja. Sag ich als jemand, der ist historisch gesehen, es gibt ja auf der Welt nicht so viele nuklearwaffenfreie Zonen. Also einige sind im Pazifik und um Berlin drumherum. Muss man dann auch mal so sagen. In Brandenburg, ja. Vertraglich fixierte nuklearfreie Zone. Und das Territorium der ehemaligen DDR ist eine solche Zone. So, und dann gab es, Thomas, zu deinem Punkt, dann gab es auch weitere Einschränkungen. Die sowjetischen Truppen dürfen bis zum Jahr 94 bleiben. Das ist auch ein interessantes Thema, denn ich habe entdeckt, im Laufe der Verhandlungen zu dieser Frist, 4 Jahren, hat Gorbatschow mal versucht, eine Frist von 10 Jahren zu bekommen. Also sprich, die Bleibe von sowjetischen Truppen bis Ende des Jahres 2000. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Donnerwetter, dann, wenn alles andere gleich geblieben wäre, gäbe es noch sowjetische Truppen auf dem Territorium Deutschlands, als Putin an die Macht kam. Mhm. Also, ob Putin tatsächlich... Was ein Glück. Was ein Glück, ne? Ja. Ob Putin tatsächlich die Truppen hätten zurückgezogen hätten. Oh Gott, das ist so schwierig auf Deutsch. Aber ich tue mein Bestes. Ja, nee, alles gut. Also, ja, also es gibt ja, also wie gesagt, es gibt diese verschiedene Einschränkungen. Also, Gebiet muss nuklear frei bleiben. Die sowjetischen Truppen dürfen bis zum Jahr 94 bleiben. Dabei würde vergessen,
Einschränkungen für Waffen festzulegen, mit dem Ergebnis, ich habe dann einen Bericht vom CIA entdeckt, die sowjetischen Truppen hatten Nuklearwaffen bis zum 94 auf dem Boden vom Vereinten Deutschland. Natürlich wurde nicht laut darüber gesprochen, aber Kohl hat immer intern gesagt, seine Redewendung war, wir sind immer noch involviert. Wir müssen aufpassen, ne, bis Ende 94. Er hat sogar extra bezahlt, nochmal 500 Millionen Deutschmark damals, damit die Truppen nicht im Dezember, sondern im August 94 ausgezogen sind. Rika, du hattest eine Frage. Ja, ich wollte nur nochmal, dass wir das quasi genau ausbuchstabiert haben. Also was du sagst ist, trotz dieser Diskussion, die du erwähnt hast, Baker etc., wie wäre es denn, wenn wir vielleicht nicht uns in den Osten ausdehnen würden? Im 2+4-Vertrag stand nicht nur nicht drin, dass es keine Osterweiterung gibt, sondern da steht drin, dass was man darf? Das ist umstritten. Lass mich das kurz mal resümieren und ich könnte das auch länger ausführen, wenn wir wollen. Wir haben ja viele Themen hier auf dem Tisch. In dem 2+4-Vertrag ist festgelegt, dass die NATO sein Territorium östlich bewegen darf. Und zwar östlich der ehemaligen Frontlinie vom Jahr 1989. Das war die Frontlinie mitten durch Deutschland, genauer gesagt die Ostgrenze von der Bundesrepublik. Das heißt, es steht, also, genau, da wollte ich hin. Es steht nicht nur kein Verbot, sondern ein Gebot, dass die NATO sein Territorium Richtung Osten ausdehnen darf. Und, das ist wichtig, habe ich vergessen vorher zu sagen, Moskau hat diesen Vertrag erstens unterzeichnet, zweitens ratifiziert und drittens dafür Geld kassiert, mit dem Ergebnis, dass das bis heute noch geltendes Recht ist. Deswegen war jetzt habe ich die Frage endlich geantwortet, deswegen war deine Frage, Frank, so intelligent, die Tatsache, dass du die Frage in zwei geteilt hast. Die erste Frage war, wer hat was wem gesagt, habe ich also resümiert, zusammengefasst, aber die Frage ist, was ist vertraglich fixiert, ist anders. Und darin ist der Kern der Kontroverse, was ist wichtig. Genau. Es gibt manche Menschen, die sagen, das, was vorher gesagt worden ist, ist wichtiger. Also ich finde, das waren alle Profis am Werk. Na, es ging um alles. Es ging um das Ende der deutschen Teilung. Es ging gewissermaßen um das Ende des Zweiten Weltkrieges. Also wichtig ist, was vertraglich fixiert worden ist, meines Erachtens. Frank. Ja, und vor allem ist es vielleicht auch wirklich... Aber nochmal, ich würde ganz gerne nochmal die Frage, weil wir jetzt alle von NATO-Osterweiterung reden. Mhm. Ja? Auf den Punkt will ich auch hinaus. Welches Osten? Ja, welcher stimmt. Osten ist damals gemeint? Ja, aber auf den Punkt will ich auch hinaus. Lass mich aber es ist so oft gefallen, dass mein Punkt ist, das sollte jetzt mal geklärt werden für die Zuhörerin. Ja. Aber der Punkt, die Antwort auf deine Frage ist im Endeffekt, dass genau das ja der Streit ist, welcher Osten gemeint ist. Und darauf will ich hinaus. Ich will nur noch mal, ich will nur noch mal vorausschicken, weil es oft auch natürlich in diesen Debatten, die wir führen und weil sich niemand diese Zeit jetzt nimmt, die wir uns jetzt zu fünft hier nehmen, natürlich auch oft übersehen wird, wie uneins man sich war in den einzelnen Administrationen. Bush, Baker, Baker, der diesen Not one inch further Bemerkung gemacht hat, der zurückgepfiffen wird, der dann bei den Deutschen anklopfen muss und sagen, ich habe einen Fehler gemacht, die Deutschen, die das wiederholen, aber dann durch Zufall aus Gorbatschow quasi was rausbekommen dadurch, was sie wiederum in Vorteil ummünzen können. Genscher und Kohl, also ja. Ich war zu jung, um das mitzukriegen. Das Buch war für mich auch aus dieser Perspektive interessant, wie die über Kreuz lagen und was Genscher zum Teil was Genscher teilweise vorgeschlagen hat. Der hat komplett andere Ideen gehabt für im Prinzip eine neutrale, neue Konstruktion, völlig ohne NATO, können wir gesondert drüber reden, aber also auch in den Administrationen war das nicht alles monolithisch klar, ja, so. Du kannst ja noch weitergehen, die Franzosen und die Briten haben es komplett erstmal abgelehnt. Und genau, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. So. Die wollten die Wiedervereinigung verhindern, also das Mitterrand-Thatcher-Treffen zum Beispiel. Mitterrand hat das nur aufgegeben, weil er dann bei Gorbatschow war und gesehen hat, dass Gorbatschow das wohl nicht durchhalten wird. Also in der Zeit gab es total viel Tohuwabohu. Und jetzt Seite 260 als Antwort auf deine Frage. Der Punkt ist ja, welcher Osten ist gemeint? Und das ist da super zusammengefasst. Jetzt zitiere ich dich, Mary. Der Punkt ist, gilt 2+4 für Deutschland? Oder hat 2+4 irgendwelche Implikationen für die mittel- und osteuropäischen Staaten, die weiter östlich liegen?
Und hat 2+4 irgendeine Implikation für die NATO-Osterweiterung über das vereinte Deutschland hinaus. Und jetzt Zitat, Mary, die Mitgliedstaaten der NATO verstanden den Regelungsvertrag so, dass er die Erweiterung um Länder östlich von Deutschland erlaubte, weil er drei Dinge erreicht hatte. Er hatte den Präzedenzfall geschaffen, Artikel 5 über die Frontlinie des Kalten Kriegs zu tragen, er schloss eine weitere Ausweitung nicht aus und er war von Moskau unterzeichnet und ratifiziert worden. So. Also, wir haben Deutschland wiedervereinigt, Deutschland ist in der NATO und nirgends steht geschrieben, dass die NATO jetzt auch nicht noch weitergehen kann. Die andere Seite, Russland, ich zitiere, verstand den Vertrag so, dass er eine NATO-Erweiterung östlich von Deutschland verbot, vor allem wegen zwei Faktoren. Der erste waren die spekulativen Äußerungen über ein solches Verbot während der Verhandlungen. Wer hat was zu wem gesagt? Was wir gesagt haben. Häufig von Außenminister Genscher und seinen Mitarbeitern, gelegentlich von Baker und anderen. Der zweite waren Sätze im Vertrag, die explizit eine begrenzte Aktivität der Allianz auf ostdeutschem Gebiet erlaubten, woraus Russland schloss, da solche Sätze ja für andere Länder fehlten, seien solche Aktivitäten nicht erlaubt. Ich finde grundsätzlich, wenn ich gleich selber noch was dazu sagen soll, dass ein Vertrag, der Deutschland wiedervereinigt und zwischen den zwei Deutschlands und den vier Siegermächten geschlossen ist, überhaupt gar keine Implikationen hat für Polen, die baltischen Länder, die Tschechische Republik oder so, oder damals noch Tschechoslowakei. Gut, das ist aber trotzdem sozusagen Teil des Streits, ja? Ja, aber wenn ich einfach zu mal sage, was wirklich komisch ist, weil der Vertrag heißt ja nicht nur 2+4 Vertrag, sondern es ist der Vertrag zur Regelung der äußeren Aspekte der deutschen Einheit. Also genau. daraus abzuleiten, was daraus für die Tschechoslowakei oder Rumänien folgt, finde ich jetzt erstmal komisch. Ja, weil sein Geltungsbereich ist das Territorium der Bundesrepublik Deutschland und sozusagen wie Deutschland in der internationalen Politik demnächst verortet ist. Zumal Russland 75 in Helsinki und 90 in Paris auch politisch bindende sozusagen Übereinkommen eingegangen ist, wo Russland diesen mittel- und osteuropäischen Staaten freie Bündniswahl zusichert. Und dann ist es halt schon... Stopp, in Helsinki nicht und in 1990 auch nicht. Die freie Bündniswahl ist 97... Nee, freie Bündniswahl ist der falsche Begriff, nehme ich zurück. Also souveräne... Die Souveränität zuspricht, selbst zu entscheiden sozusagen. Ja? Und da finde ich es schon so, bin jetzt kein Jurist, einigermaßen gewagt, ausgerechnet den 2+4 Vertrag zu nehmen und daraus abzuleiten, dass man die NATO nicht zum Beispiel auf Polen oder so auch erweitern dürfe. So. Ja, also du hast mich... Hervorragend zitiert. Ja, du hast es sehr, sehr gut geschrieben. Das ist also das Herzstück des Streits. In einem Punkt sind alle gleicher Meinung. Der Vertrag bezieht sich nur auf Deutschland. Bloß das Problem ist, alle verstehen etwas anderes drunter. Wie du sagtest, Frank, im Westen ist die Idee, ja, also es hat nichts mit Mittel- und Osteuropa zu tun, Punkt aus. Und auf der sowjetischen, russischen Seite heißt es, nee, Moment, also da haben wir nur Erlaubnis gegeben für die NATO-Osterweiterung auf das Territorium der DDR. Und dann reagiert im Westen man so, was heißt Erlaubnis? Also das sind souveräne Länder, sie brauchen kein Erlaubnis. Und dann kommt Moskau wieder, aber unsere Sicherheitsinteressen, ne? Also das ist der Kern des Streits. Es gab sogar ein interessantes Gespräch, das ist auf Seite 205 des Buches. Es war ein Streit innerhalb Deutschland sogar. Ja. Also ich habe Klaus Kinkel und Dieter Kastrup sprach mal mit Werner. Manfred Werner war ja der Generalsekretär der DDR, aber war auch Klaus Kinkel war Außenminister. Genau. Kastrup war Botschafter. Damals oder? Kinkels Chefberater. Der war Staatssekretär, ja, okay. Der Kastrup damals, ne? Ja, damals, okay. Genau. Und Manfred Werner, muss man wissen, NATO-Generalsekretär, aber davor CDU-Verteidigungsminister in Deutschland. Mhm. Ja. In der Bundesrepublik, und, ja. Also Kastrup behauptete, also er hatte mit Jeltsin gesprochen und Jeltsin hatte gesagt, mehrfach, wegen des 2+4-Vertrages darf die NATO sich nicht erweitern. Ich zitiere jetzt von Seite 205. Kastrup sagte, der Verweis von Jeltsins Brief auf den 2+4-Vertrag sei formal falsch, weil Deutschland in diesem Vertrag nur sich selbst binden konnte. Dennoch habe die russische Behauptung einen politischen und psychologischen Inhalt, den wir ernst nehmen müssen. Und darauf antwortete Werner mitnichten. Das müssen wir nicht ernst nehmen. Also was in dem Vertrag steht, ist das, was da steht. Vertrag würde unterzeichnet und ratifiziert. Punkt aus. Also, aber wie gesagt, Gefühle kann man nicht so einfach zur Seite schieben. Und also das ist das Herzstück. Ja, Carlo. Nein, ich finde den Punkt wichtig, weil er da auf einen anderen Punkt eingeht, den du gerade eben gesagt hast.
Man muss in der Diskussion unterscheiden, welchen Geltungsbereich hat der Vertrag, was steht in dem Vertrag, was folgt daraus. Und unabhängig davon, und das hat mit dem Vertrag erstmal nichts zu tun, was Russland als Sicherheitsinteresse für sich sieht. Also wenn Russland sagt, auch, die NATO-Osterweiterung bedroht unsere Sicherheitsinteressen, ist das nicht ableitbar aus dem 2+4-Vertrag. Ja, also ist nicht die Grundlage nicht eine Regelung im 2+4-Vertrag, sondern das ist eine andere Argumentation. Das ist eine politische Argumentation, eine psychologische Argumentation, whatever. Aber man muss das von der Diskussion um den 2+4-Vertrag trennen. Ja, was Russland ja gerade nicht tut, das ist ja der Punkt. Ne? Genau, richtig. Aber deswegen ist dieser Punkt so wichtig, zu sagen, das sind zwei argumentative Schienen. Was steht im Vertrag, was erlaubt der Vertrag, was nicht? Und was sind russische, so wie Russland sie definiert, Sicherheitsinteressen? Oder Empfindlichkeiten, whatever. Und noch ein anderer Punkt, was Mary auch gerade gesagt hat. Wer hat denn diesen Vertrag beschlossen, verhandelt und unterschrieben? Und auf welche legale Basis stellen die sich denn quasi? Denn es sind ja die 2+4 Mächte, aber eben nicht Polen und Estland und whoever. Das heißt, es kann ja nicht einfach Deutschland oder die USA oder eben die Sowjetunion hingehen und quasi für andere souveräne Staaten beschließen, was die können, dürfen oder nicht dürfen. Also das ist halt auch noch ein Punkt. Wer hat eigentlich diesen Vertrag unterschrieben? Und es hat eben nicht Polen unterschrieben, dass sie nicht der NATO beitreten dürfen. Sondern das ist gar nicht weder Bestand des Vertrages, noch haben irgendwelche Akteure, die diesen Vertrag verhandelt haben, eben überhaupt diese Jurisdiktion. Ich muss eins hinzufügen. Es wird öfter, aber fälschlicherweise gesagt, ach, der Warschauer Pakt existierte noch, es habe keiner daran gedacht, während der Existenz des Warschauer Paktes, dass diese Länder in die NATO kommen könnten. Das stimmt einfach nicht. Also schon am 24. November 89, ne, also kurz nach dem Mauerfall, hat Präsident Bush mit Maggie Thatcher gesprochen und sagte, also die haben über die Zukunft der europäischen Sicherheit gesprochen. 24. November 1989. Bush sagte, lassen wir Ostdeutschland beiseite. Was ist, wenn osteuropäische Länder den Warschauer Pakt verlassen wollen? Die NATO muss bleiben. Also es ging schon um die Zukunft der osteuropäischen Länder in der NATO direkt nach dem Mauerfall. Und ich habe dann eine Liste, also auf, das ist im deutschen Buch, das ist auf Seite 33, wie oft die Zukunft der osteuropäischen Länder in der NATO aufkam. Unter anderem direkt in Gesprächen mit Gorbatschow. Gorbatschow hat selbst für Verwirrung gesorgt, denn später, sagte er, 2014, das Thema der NATO-Osterweiterung würde gar nicht diskutiert, würde gar nicht ausgesprochen. Und dann hat er von sich selbst dritter Hand gesprochen zu Journalisten und gesagt, stellen Sie Gorbatschow und die damalige sowjetische Führung nicht als naive Menschen dar, die der Westen um den Finger wickelte. Wenn es Naivität gab, kam es später. Also er wollte sein eigenes Bild aufpolieren. Aber die Quellen sagen ganz eindeutig, die Zukunft der osteuropäischen Länder in der NATO würde damals diskutiert. Also Carlo, das war jetzt endlich eine Antwort zu deiner Frage. Frank. Ja, und die osteuropäischen Länder, über die wir da reden, die wollten unbedingt in die NATO. Ja. Seite 142, ja, super Satz, den ich mir auch rausgezogen habe. Zitat, der polnische Präsident Wałęsa gestand Bush, die Polen seien in einer peinlichen Lage. Ja, Zitat Wałęsa. Wałęsa, ich kann den Namen nicht aussprechen. Wałęsa. Weil, wieder Zitat Wałęsa, weil wir darum betteln, Hilfe zu bekommen. Sie würden es aber nicht aufgeben, die Polen, denn wir wollen uns unbedingt Westeuropa und den USA in politischer, wirtschaftlicher und militärischer Hinsicht anschließen. Auch die Ungarn waren und so weiter und so weiter und so weiter. Also natürlich war es von Anfang an eine Diskussion und natürlich wollten die mittel- und osteuropäischen Staaten eigentlich nach Westen. Und deswegen ist es ja oft auch so ein bisschen, wie ich finde, gar nicht unclever, die bisschen kontroverse Frage in den Raum zu stellen oder das so ein bisschen zuzuspitzen und zu sagen, war das eigentlich eine NATO-Osterweiterung oder war das eine Westbewegung der mittel- und osteuropäischen Staaten? Und Washington hat zum Teil auf der Bremse gestanden, eine Weile zumindest. Eine Weile. Washington mit beiden Beinen hat gesagt, auf keinen Fall, ja, die müssen wir an der langen Hand halten, wenn bloß nichts überstürzen. Also so. Ganz kleines Bonbon. 1994 wurde ja Partnership for Peace gegründet, ne? Abkürzung PFP.
NATO-intern. Bevor wir zum PFP kommen, lass mich kurz mal sagen, am Anfang wollte Havel nicht in die NATO. Havel wollte alle, Václav Havel, also der Präsident. Der tschechische Präsident. Genau, und er war ehemaliger Dissident und er war der Meinung vieler Dissidenten, die Pazifisten waren, wir sollen alle militärische Bündnisse abschaffen. Havel ist sogar in die Staaten gekommen und hat eine Rede vor dem Kongress gehalten, wo er solche Äußerungen machte. Ne? Der Zeit des Friedens ist in Europa eingebrochen. Und am nächsten Tag war Havel dann im Weißen Haus. Und da sagte Bush, lieber Václav, ich bin nicht damit einverstanden, dass alle Bündnisse verschwinden. Es gab sogar mal eine Idee, das Herzen Europas soll entnuklearisiert und entmilitarisiert werden. Also das war eine Idee von Pazifisten und Dissidenten, um also eine Zone des Friedens, eine Brücke zwischen dem Osten und dem Westen zu etablieren. Also das heißt, es war nicht immer von Anfang an, dass alle 100% absolut in die NATO wollten, aber dann nach einer gewissen Zeit war es so, ja, Václav Havel hat es auch reingesehen, nach einer gewissen Zeit war es dann so, ja. Also wenn es klar würde, die Sicherheitsstruktur Europa nach dem Ende des Kalten Krieges fast genau gleich sein wird, wie die Struktur der Sicherheit des Kalten Krieges, dann sagten alle, okay, wenn es alles so bleibt, dann wollen wir diesmal auf der richtigen Seite sein. Aber davor hat es ein bisschen, ne, gab es ein bisschen anders. Ja. Wollen wir jetzt von Partnerschaft für den Frieden sprechen? Ja, ich wollte einfach nur sagen, NATO intern, ne, als sie gegründet wurde, 94, also nicht von den Osteuropäern, sondern von den anderen NATO-Staaten, wurde Partnership for Peace, PFP, Partnership for Postponement genannt. Also genau, weil es gab ja diese NATO-Verteidigungsminister-Treffen in Travemünde, 92 glaube ich, da hat Volker Rühe den Vorstoß gemacht, Polen und Ungarn, doch in, ich glaube die Tschechische Republik auch, da bin ich mir aber nicht so sicher, in die NATO aufgenommen. Und er hat da massiven Gegenwind von den Amerikanern bekommen auf dieser Tagung. Und die gesagt haben, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Ja, nur um das mal auch historisch ein bisschen einzuordnen. Das war, die USA wollten anfänglich nicht die Mitgliedschaft dieser Staaten. Lassen wir zwei Fragen kombinieren. Also wir wollen natürlich über die Partnerschaft für den Frieden sprechen, aber lassen wir die große Kluft zwischen Genscher und Kohl ein bisschen darstellen für Zuhörer, die das Buch noch nicht gelesen haben. Denn das hilft als Hintergrund. Denn Genscher hatte eine komplett andere Vision der Zukunft für die europäische Sicherheit als Kohl. Und das ist vielleicht hilfreich für die Zuhörer. Also Genscher war der Meinung, das Ende 1990, jetzt ist an der Zeit, ein richtiges europäisches Sicherheitssystem zu entwickeln. Und er hat auch davon gesprochen, die NATO bewegt sich keinen Zentimeter weiter nach Osten, aber er ging auch weiter. Er hat von der Auflösung der NATO und die Auflösung des Warschauer Pakts gesprochen. Und das hat er wiederholt gemacht. Und deswegen war er nicht nach Camp David eingeladen worden, obwohl sein Gegenpart Baker da war. Das hieß in den USA Genscherismus. Das galt als gefährlich. Diese Idee musste weg. Denn Bush war von Anfang an klar, die NATO muss bleiben und die USA muss bleiben als Teil der NATO. Diese Idee, die Europäer sagen, nun danke schön an die Amis, gehen Sie bitte nach Hause, wir etablieren unser eigenes Sicherheitssystem. Das war für Bush ein sogenanntes Non-Starter. Genscher hat immer weiter davon gesprochen, nachdem Kohl von Camp David zurückkam, konnte Kohl das nicht bremsen und es kam letztendlich zu einem Punkt, wo Kohl Genscher einen Brief schrieb. Also stell dir das mal vor, wir reden von Bonn. Bonn ist ein Dorf. Nein. Da hat sie recht, da hat sie sowas von recht. Also er hätte vorbeikommen können, er hätte telefonieren können, aber nein, er hat einen Brief geschrieben, habe ich auch im Buch. Hans Dietrich, ich möchte dir in aller Form mitteilen, hör damit auf. Ich leite diese Bundesregierung, du nicht. Aber Genscher hörte nicht damit auf. Er hat immer noch davon gesprochen. Seine Mitarbeiter haben davon gesprochen. Diplomaten aus anderen Ländern, aus Großbritannien, haben das auch wiederholt, haben gemerkt, das hilft uns bei den Verhandlungen mit den Sowjets. Also das hieß, diese Gerede war noch im Raum. Aber genau wie du gesagt hast, Carlo, weil es Streit innerhalb der Regierung letztendlich. Die Regierung gab. Und auch innerhalb den französischen und in Großbritannien gab es richtig, also Krieg zwischen dem Asiatischen Amt und Number 10 Downing Street.
Und das zickerte durch. Und das haben die Sowjets empfohlen. Teilweise innerhalb der sowjetischen Lager, im sowjetischen Lager, gab es Leute wie Valentin Valin, die gesagt haben, das sollen wir ausnutzen. Und Gorbatschow hat nicht darauf gehört. Rika, du wolltest was sagen. Ja, ich wollte auf eine Sache zurück. Und zwar, und jetzt oute ich mich als jemand, der das Buch noch liest und noch nicht zu Ende gelesen hat. Denn Frank meinte am Anfang, dass du mit diesem Buch quasi allen auf die Füße getreten bist. Soll heißen, denjenigen, die quasi sagen, hey, NATO-Osterweiterung ist eigentlich da kein Thema und es wurde nicht vertraglich fixiert und deswegen voll in Ordnung. Aber eben auch quasi der anderen Seite, die sagt, naja, Moment, es wurde sehr wohl besprochen. Jetzt wollte ich fragen, weil von dem, was du bisher gesagt hast, lehne ich halt, und es war zugegebenermaßen auch schon meine Perzeption vor unserem Gespräch, sehr in die Richtung zu sagen, okay, es wurde wahnsinnig viel besprochen, hypothetisch und so weiter, aber letztendlich gilt halt das, was vertraglich fixiert ist. Und vertraglich fixiert wurde eben nicht, die NATO darf nicht nach Osten erweitern. Aus den verschiedenen Gründen, die wir gesagt haben. Allein schon deswegen, weil diejenigen, die da unterschrieben haben, das sowieso nicht hätte entscheiden können. Wo ist denn quasi, wo du den Leuten widersprichst? Also wo ist der Teil, vielleicht auch wo Frank sieht, dass du quasi denjenigen auf die Füße trägst und sagst, naja, so eindeutig ist es doch nicht. Ja, verstehe. Also erstens, ich habe Caro nicht vergessen, wir wollen noch über PFP sprechen. Aber erstmal zu deiner Frage, Rika. Ich teile deine Meinung. Ich finde, was vertraglich fixiert ist, ist wichtig. Bloß, es gibt bei dieser Kontroverse ein breites Spektrum von Meinungen. Und einerseits, also gibt es die extreme russische Position, wir sind absolut betrogen worden, das rechtfertigt das, was wir in der Ukraine machen. Mhm. Finde ich mitnichten richtig, ich resümiere das, ich unterstütze das überhaupt nicht, aber ich sage nur, das ist eine Meinung. Aber auf der anderen Seite gibt es eine Meinung, die Russen spinnen, die Russen sind alle psychotisch, das Thema kam nie auf, das ist ein absolutes Mythos. Also es gibt einen amerikanischen Autor, er irgendwie dringen bei ihnen Quellen nicht ein. Er heißt Mark Kramer und er wiederholt seit Jahren, das Thema kam nie auf, nie. Es ist ein absolutes Mythos. Ne? Also das wurde nie besprochen. Und das ist sozusagen teilweise die dominierende Sichtweise bei uns. Und da trete ich auf und sage, ja, hallo, liebe Leute, wie so oft der Fall ist, liegt das, was tatsächlich passierte, dazwischen. Hm. Ne? Also es kam auf, das kann ich belegen, das mögen Leute hier nicht, wenn ich auftrete und sage, ja, hallo, liebe Leute, Baker hat das gesagt und, ne? Dann sagen wir, nö, die Dame, die spinnt, sie war nicht da. Ne? Und auf der anderen Seite sage ich, Moment mal, wir haben hier einen Vertrag. Ne? Und dann, als ich angefangen habe, zu diesem Thema zu arbeiten, wie gesagt, ich bin über dieses Thema gestolpert. Also ich habe mich für den Mauerfall interessiert, ich habe mich für die Deutsche Wiedervereinigung interessiert, weil ich ja in Deutschland Austauschstudent war. Ich bin über das Thema gestolpert, weil es mit der Deutschen Wiedervereinigung zusammenhängt. Und die meisten Leute, die zu diesem Thema schreiben, waren damit professionell beschäftigt. Also ich hatte persönlich nichts mit diesen Verhandlungen zu tun. Und am Anfang dachte ich, oh Gott, da stehe ich schwer im Rückstand. Fast alle, die darüber schreiben, haben teilgenommen, waren Diplomaten, können aus eigenen Erfahrungen sprechen und ich gar nicht. Am Ende kam ich zu der anderen Meinung, das ist ein riesiger Vorteil von mir. Nichts in diesem Buch ist aus meinen Erinnerungen. Mein persönlicher Ruf als Diplomat hängt nicht mit diesem Thema zusammen. Ja. Wenn ich etwas berichte, berichte ich das, weil ich das in den Quellen gefunden habe und es gibt einen Zitatnachweis. Deswegen in der englischen Version ist der Anhang fast 200 Seiten. Also das finde ich gut, denn ich bin nicht gefühlsmäßig damit verbunden. Ja, Moment, und ist die deutsche Version kürzer? Ja, die deutsche Version ist kürzer, ja. Der Verlag hat darauf bestanden, dass ich das kürzer mache. Ah. Die meinten, das wäre eine Zumutung für die Deutschen. Oh. Dichter und Denker und so. Ja, heißt ja nicht Leser. aber ich meine, es ist tatsächlich wahr, vieles von dem, was in diesem Buch steht, bürstet ein paar Dinge wirklich gegen den Strich. Zum Beispiel, was mir auch wirklich auffiel, ist das Gorbatschow-Bild.
was in diesem Buch entsteht, was nicht viel mit dem zu tun hat, wie Gorbatschow so in der allgemeinen deutschen Folklore als Figur dargestellt wird. Ne, also sozusagen der große Denker mit Perestroika und Glasnost und der im Prinzip den Frieden da gebracht hat. So, ja, also ein bisschen, der ist auch eine verklärte Figur, ein Stück weit Gorbatschow. Und in diesem Buch muss man sagen, Junge, Junge, also der war ja zum Teil auch wirklich schwer neben der Spur. Und also ein brillanter Politiker, der das sozusagen taktisch klug gelöst hat damals, war er sicherlich nicht. Ja. Und es war, viele Punkte fand ich an dieser Stelle dann eben tatsächlich mal sehr erfrischend zu lesen, weil man es so noch nicht gelesen hat und es eben so dicht belegt ist. Es ist eben nicht die Biografie vom Kofferträger, vom Außenminister oder so, sondern es ist halt einfach Quellenarbeit. Und teilweise Gorbatschows eigene Quellen. Du hast also einen wichtigen Punkt angesprochen. Also als ich angefangen habe zu forschen, war ich eine große Bewunderin von Gorbatschow. Das bin ich bis heute noch, aber jetzt im begrenzten Umfang. Also ich glaube, wir haben ihm zu verdanken, dass es kein Blutvergießen am Ende des Kalten Krieges gegeben hat. Zum Beispiel nach dem Mauerfall. Also es gab Menschen, die wirklich am Abend des Mauerfalls, die wollten schießen. Also die wurden Blut vergießen. Schon vorher in Leipzig. Vorher in Leipzig. Ich habe wirklich Hochachtung für den Mut der Menschen, die auf die Straße in Leipzig gingen, vor allem nach dem Tiananmenplatz, ne, zeigte, was passieren könnte. Ne? Bloß als ich dieses Buch erforscht habe, habe ich entdeckt, Gorbatschow war ein unglaublich schlechter Verhandler. Und dann hatte er das große Unglück. Baker ist vielleicht einer der besten Verhandler. Wie sagt man? Verhandler. Mhm. Baker hat von sich selbst erzählt, ich töte gern. Und das war keine Redewendung, keine Metapher, sondern er war Jäger. In seinen eigenen Memoiren gibt es eine Liste von Tieren, die er am liebsten getötet hatte. So, stell dir vor, und das sind kleine, niedliche Tierchen. Ne? Das sind, also ich hab Bilder ne, aufgerufen. Ich dachte, um Gottes Willen. Und er saß gegenüber von Gorbatschow. Ne? Und deswegen ist es bei Gorbatschow der Wunderpunkt. Er sagt Journalisten, stellen Sie mich nicht als naiv dar, weil er naiv war als Verhandler. Ja, und Carlo, letztendlich zur PFP. Also der Grund, warum ich mit Genscher anfangen wollte. Also Genscher hatte diese Idee, wir sollen paneuropäisch denken. Das ist nicht passiert, aber jetzt reden wir von den 90ern, ne? Es gab ja den Golfkrieg im Jahr 91. Damals war Bush unglaublich populär. Also seine Beliebtheitsquote war irgendwie über 90% oder sowas. Ne? Mit dem Ergebnis, dass ältere, bekanntere Kandidaten für die Präsidentschaft in den USA haben gesagt, nö, ich kandidiere nicht im Jahr 92. Warum? Ich werde verlieren. Der Bush, ja, der ist Kriegsheld. Und dann sagte Clinton, okay, ich bin noch jung genug. Wenn ich kandidiere, ist es für meine Zukunft nicht schlimm. Denn ich bin jung und ich bin Außenseiter, ich mache das. Und dann auf einmal gab es eine Rezession bei uns, die ganz schlimm war. Und dann stellten alle fest, der Clinton, der macht ganz gut Wahlkampf. It's the economy, stupid. Ne? Und auf einmal gewinnt Clinton. Also das Team um Bush war schockiert, vollkommen schockiert. Die konnten es nicht glauben. Ben Scowcroft, der Nationalsicherheitsberater, sagte, der Schmerz ist riesig. Na, wir werden die Zukunft Europas nicht gestalten. So, und jetzt kommt Clinton aus Arkansas ins Weiße Haus und es kommen zu ihm nun tatsächlich alle mittel- und osteuropäische Länder und sagen, wir wollen unbedingt so schnell wie möglich in die NATO. Aber dann hat Clinton etwas gesagt, was ich für sehr klug halte. Dann hat Clinton gesagt, im Jahr 94, er kam 93 ins Amt und dann, also das Gespräch dann richtig Ende 93, Anfang 94. Und dann sagt Clinton, also liebe Lech Walesa, liebe Václav Havel, ich verstehe, warum Sie schnell in die NATO wollen. Aber wir haben gerade die Trennlinie mitten durch Europa degradiert. Wenn ich Ihnen nun Artikel 5 gebe, wenn ich Ihnen die Mitgliedschaft in der NATO gebe. Natürlich müssen alle NATO-Mitglieder zustimmen, aber er hat geredet, als ob er ne, das entscheiden könnte. Wenn wir in der NATO Ihnen die Mitgliedschaft geben, wenn wir Ihnen Artikel 5 geben, zeichnen wir eine neue Linie durch Europa zwischen Ländern mit Artikel 5 und Ländern ohne Artikel 5. Und dabei lassen wir die Ukraine außen vor.
Und da bin ich fast vom Stuhl gefallen, ne? Im Jahr 94, ne? Im Jahr 94. Clinton sagte, dass, also ich verstehe, warum sie in die NATO wollen. Das wollen wir auch. Bloß ich will die Ukraine nicht außen vor lassen. Ich habe eine andere Idee. Die Idee ist folgendes. Die Idee ist Partnerschaft für den Frieden. Das wurde zusammen mit seinem Verteidigungsministerium entwickelt, vor allem mit dem Verteidigungsminister Bill Perry, auch ein sehr klüger Kopf. Die Idee war, mit der Partnerschaft können wir die NATO erweitern, aber auf eine Art, die gesichtswährend ist für Moskau und auf eine Art, die einen Platz für die Ukraine anbietet. Also genauer gesagt, das wäre die Quadratur des Kreises. Wie erweitern wir die NATO, aber fordern die Abrüstung mit Russland weiter und bieten der Ukraine Schutz. Und weil es ja um Dreiecken geht, also Moskau, Kiew und Mittel- und Osteuropa, kann man nicht nur von der Quadratur des Kreises, sondern von der Quadratur des Dreiecks sprechen. Im Vergleich zur Quadratur des Kreises ist die Quadratur des Dreiecks möglich. Und deswegen bin ich nachträglich eine Unterstützerin der PFP. Carlo, du wolltest was sagen. Nur zur Ergänzung. Russland wurde auch Mitglied im PFP. Also die PFP-Konstellation kann man nicht als antirussisch auch nicht interpretieren, weil Russland ebenfalls Mitglied ist. Sage ich auch nicht. Nein, ja, das meinte ich nicht. Nur sozusagen für die Zuhörer, weil du über die Ukraine redest. Russland war auch Teil vom PFP später. Ich meine, Teile in Russland war ganz zu Beginn der 90er die Rede, in die NATO unter Umständen vielleicht sogar einzutreten. Auch, ich weiß nicht, wie ernst das jemals war, aber nur um mal aus heutiger Perspektive quasi aufzumachen, wie breit das Spektrum damals war. Ja, Gorbatschow hat diese, Jeltsin hat das mal angedeutet, ja. Ja, ja. Aber Stalin hat auch mal einen Brief an die NATO geschrieben, das sollte man dabei nicht unerwähnt lassen. Stalin hat auch mal einen Brief an die NATO geschrieben, mit dem Antrag auf NATO-Mitgliedschaft. Also wenn wir jetzt Stalin auch diskutieren wollen, dann müssen wir den Podcast auf 10 Stunden verlängern. Also, aber das nukleare Thema müssen wir jetzt einbringen. Aber Frank, du wolltest was sagen? Naja, ich will nur sagen, diese Partnership for Peace-Idee war einfach zu sagen, statt Vollmitgliedschaft für einige wenige und dadurch eben unter Umständen einen vor den Kopf stoßen von Moskau, so eine Art privilegierte Partnerschaft, die keine Vollmitgliedschaft in der NATO inklusive Artikel 5 ist, für viele. Ja, jetzt muss man als aber so noch eine was Art ergänzen. Abgestuftes Verfahren, damit man sich an diese ganze Thematik so rantastet. Ich versuche nur noch mal in einfachen Worten zu erklären, was Partnership for Peace ist. Und es gibt aber einen Passus, oder und der war dann für die mittel- und osteuropäischen Staaten so interessant, dass Partnership for Peace dann sozusagen akzeptiert wurde. Weil ich glaube, in Artikel 4 von Partnership for Peace gibt es das Recht, in Krisensituationen den NATO-Rat anzurufen und eine gemeinsame Konsultation zwischen NATO-Rat und diesem betroffenen Mitgliedstaat zu haben. Also kein Artikel 5, aber so indirekt halb in die NATO mit rein. Also Artikel 4 eigentlich, ne? Das ist doch wie Artikel 4 in NATO. Ja, aber das konnten die Partnership for Peace-Staaten haben und machen. Ah ja, okay. Also die Hauptsache an der Partnerschaft für den Frieden war, dass alle vage blieb, und zwar absichtlich. Genau. Also hauptsächlich war es eine Möglichkeit, gesichtswährend für Moskau die NATO doch zu erweitern und einen Platz für die Ukraine anzubieten. Denn damals fand nukleare Abrüstung statt, und zwar mehr als je zuvor. Das war die beste Zeit für die Abrüstung seit der Erfindung der Atombombe. Der US-Verteidigungsminister, ich habe ihn schon erwähnt, Bill Perry, also Anfang der 90er, NATO-Osterweiterung im Gespräch war. Bill Perry kam zu Clinton und sagte, also ich habe Hochachtung für diese Länder. Sie haben sich von der Sowjetunion befreit. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Aber ich, Bill Perry, ich bin Verteidigungsminister von USA. Ich soll dieses Land schützen. Ich leiste momentan hervorragende Arbeit, denn ich arbeite eng zusammen mit Moskau, um strategische Nuklearwaffen zu zerstören, die auf unsere Städte zielen. Und alles, aber alles, was irgendwie da stört, ist zu unterlassen. Das ist die größte Chance für Abrüstung aller Zeiten. Das heißt, ja, klar, also wir wollen, dass Polen und so weiter in die NATO kommen, aber das müssen wir sehr vorsichtig uns vorantasten, damit wir die Russen nicht vor den Kopf stoßen, damit es mit der Abrüstung weitergeht. Und man muss auch bedenken dazu, in dieser Zeit, Anfang der 90er, war die drittgrößte Nuklearmacht der Welt die Ukraine. Also die Ukraine war damals eine Nuklearmacht, muss man natürlich ergänzen.
Das war wegen nicht ihre Atomwaffe, ja. Genau, wegen also sowjetische Raketen, die auf dem Boden von der Ukraine waren. Also Command and Control war natürlich noch in Moskau, aber es wohnten ja Ingenieure in der Ukraine. Yeah. Ne? Und die waren im physischen Besitz der Waffen. Das hieß, also das Nukleare spielte hier mit. Und man wollte, dass die Ukraine diese Waffen abgeben würde. Und deswegen war diese Partnerschaft die Quadratur des Dreiecks. Denn erstens war es sozusagen der Anfang des Verfahrens der NATO-Mitgliedschaft für Mittel- und Osteuropa enden würde. Das heißt, man könnte Valenze sagen, ja, ihr kommt rein. Aber es war Gesichtswehren für Moskau und es war aus Tausch für die Entnuklearisierung der Ukraine. Ich muss sagen, also Lech Walesa und die Leute in Mittel- und Osteuropa, sie mochten es nicht. Lech Walesa, also ist in Rage versetzt worden. Er sagte, das, was wir in Polen erlebt haben, wir wollen in die NATO. Flinton hat Walesa gesagt, Lech, Polen muss vor allen Ländern verstehen, was es bedeutet, wenn wir eine Linie zeichnen und ein Land außen vor lassen. Das haben wir euch getan. Na, das sollen wir den Ukrainern nicht machen. Und Lech hat nachgegeben. Er sagte, oh, Zähne knirschend, okay, ich verstehe das. Wir leben mit der Partnerschaft für den Frieden. Und ich meine, wenn es so geblieben wäre, Spoiler Alert, es ist nicht dabei geblieben, aber wenn es so geblieben wäre, hätten wir bessere Zustände, also Conditions heute, als wir jetzt haben. Das ist ein, auf Englisch würde ich sagen, a low bar, denn heute ist ziemlich gravierend schlecht. Ne? Wir haben einen großen Landkrieg in Europa, aber ich finde, ich sage, alles wäre perfekt, aber ich glaube, wir wären heute besser drauf. Thomas, du wolltest was sagen. Ja, ich wollte sagen, wir müssen ja dann auch noch zwei Meilensteine da erwähnen. Zum einen 1994 das Budapester Memorandum, in dem die Ukraine sich verpflichtete, diese Atomwaffen abzugeben, sozusagen an Russland zurückzugeben, dafür auch Garantien kriegte, unter anderem von Russland, die am Ende nicht sehr viel wert waren. Es gibt sogar einen Freundschaftsvertrag zwischen Ukraine und Russland, habe ich gelernt. So, und 1997 die NATO-Russland-Grundakte, wo die NATO ja auch wieder eigene Restriktionen sich auferlegt hat, nämlich insbesondere keine Nuklearwaffen auf dem Gebiet des ehemaligen Ostblocks zu stationieren. Aber nicht verbindlich, das ist kein Vertrag. Und davor ist der Habsatz unter den heutigen Bedingungen klar. Koma. Und das ist kein Vertrag. Und ich muss auch betonen, du hast gesagt, Ukraine musste die Raketen zurückgeben, als ob sie Russland gehörten. Sie waren sowjetische Raketen auf dem Territorium der Ukraine. Das war eine freie Wahl der Ukraine, diese Raketen Russland zu geben. Sie hätten die ja zerstören können. Ne? Also das war also geschickt von Russland zu sagen, die gehören uns. Es waren sowjetische Raketen auf dem Boden der Ukraine. Es gab auch Raketen auf dem Boden von Belarus und von Kasachstan. Also auf einmal gab es vier nukleare Staaten. Nebenbei gesagt, es gab einen großen Streit im Weißen Haus, ob das ein Problem war oder nicht. Der Verteidigungsminister, damals Dick Cheney, sagte, na super, dann machen die alle Wettbewerb miteinander, das ist super, das ist fantastisch. Ich finde es toll, dass es viele nukleare Staaten gibt, die alle schwach sind und miteinander streiten. Und der Außenminister James Baker, der sagte, das darf nicht wahr sein. Das ist das Schlimmste, was passieren könnte. Hier sind nun vier Länder statt ein Land, die alle auf uns zielen und wir haben keine Ahnung, wer diese Waffen kontrolliert. Das ist das schlechteste mögliche Ergebnis. Wir müssen arbeiten, dass die Sowjetunion zusammenbleibt, damit wir wissen, wer kontrolliert diese Waffen. Und es gab richtig Krach zwischen Baker und Cheney darüber. Und Baker hat letztendlich gewonnen. Baker hat gesagt, und Baker ist den Hals über Kopf Ende des Jahres 91, Anfang 92 in die Ukraine geflogen und andere Republiken zu sagen, wer kontrolliert bitte schon diese Raketen, die Millionen von meinen Landesmännern töten können. Also das war richtig Chaos pur Anfang der 90er Jahre. So wie die Münchner Sicherheitskonferenz. Ja. Ja, wir wollen unsere Einladung haben. bitte streichen. Ja, aber ich meine, wir können ja mal sozusagen ein bisschen den Zoom vergrößern und die 90er so in Summe betrachten. Und im Grunde hast du ja die Katze schon aus dem Sack gelassen. Also das wäre vielleicht das, was wir dann ganz zum Schluss debattieren sollten, so ein bisschen das Kontrafaktische. Stünden wir heute besser da, wenn damals Dinge anders gemacht worden wären? Aber vielleicht quasi machen wir mal auf die 90er Jahre den Deckel drauf, indem wir sagen, diese Partnership for Peace hat sich ja dann nicht so entwickelt, wie sie mal geplant war. Willst du das noch kurz erläutern?
Ja, kann ich machen. Aber ich würde natürlich so sagen, ich würde sagen, sie hat sich hervorragend entwickelt als Kleinkind, ist aber dann sozusagen in der Wiege zu Tode gewürgt. Das habe ich auf Deutsch gesagt. Wunderbar. Ja, sehr, sehr drastisch, aber korrekt. Das ist ein drastisches Bild. Denn das, so, also das ist noch eine Entdeckung meiner Forschung. Ne? Also es hieß, ach ja, die Partnerschaft, sie, ne, hat nicht funktioniert. Mitnichten. Sie hat hervorragend funktioniert, zum Erschrecken der Menschen, die die NATO erweitern wollten. Und zum Erschrecken der Menschen, die meinten, die Russen werden immer unsere Feinde sein. Wir haben nun eine sehr wichtige Zeit, wo der Bär schläft oder der Bär verwundet ist. Also alle möglichen Bär-Metapher sind verwendet worden. Hm. Und sie meinten, das ist schlecht, diese Partnerschaft für den Frieden. Wir sollen, ne, die Zeit nutzen, um die NATO so schnell wie möglich zu erweitern. Und es gab. Wer waren diese Menschen? Also Tony Lake, der nationale Sicherheitsberater, er hat sogar im Jahr 94 für eine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine gesprochen. Hm. Tagesspiegel hat Ausschnitte aus der Quelle veröffentlicht. Tony Lake war schwer dafür, aber vor allem Richard Holbrooke. Richard Holbrooke war ja Kurz Botschafter in Deutschland. In Deutschland hat er Volker Ruhr kennengelernt. Volker Ruhr sagte öfter, ich würde lieber Deutschland in Polen verteidigen als in Deutschland. Das fand Richard Holbrooke sinnvoll. Dann hat Strobe Talbot dann Richard Holbrooke zurück in die USA geholt. Und Richard Holbrooke, bevor er der Balkankrieg-Experte wurde, hat er Kurz aber zum entscheidenden Moment, hat er das Thema der NATO-Osterweiterung sein eigenes Thema gemacht. Es gab unter anderem ein sehr, sehr berühmtes Treffen im Auswärtigen Amt. Also Richard Holbrooke war bei unserem State Department, bei unserem Auswärtigen Amt. Er hat dann eine riesige Truppe von Menschen vom Verteidigungsministerium zu sich eingeladen, inklusive General Wesley Clark, stand auf und sagte, der Präsident hat entschlossen, wir erweitern sofort die NATO. Dann sagte Wesley Clark, bitteschön, warum sagt der Präsident das nicht uns und nur Ihnen? Moment, Wesley Clark war damals NATO-Oberbefehlshaber, oder? Er war damals noch aktiver General. Sein genauer Titel habe ich nicht mehr bekommen. Er war noch nicht Sakeur. War noch nicht Sakeur, genau. Okay. Hm. Da darf ich ganz kurz hinterherfügen. 1994 war er J5, Strategie, Planung, Richtlinien, Direktor im Joint Staff. So ist es. Okay. Richard Holbrooke hat Menschen aus Verteidigungsministerium eingeladen, unter anderem Wesley Clark, der spätere Sakeur, damals bei den Joint Chiefs. Richard Holbrooke stand auf und sagte, der Präsident hat beschlossen, die NATO zu erweitern. Wir sind hier zu diskutieren, wie wir das durchführen. Dann sagte Wesley Clark, bitte schön, wenn der Präsident das beschlossen hat, warum sagt er das uns nicht? Dann sagt Holbrooke, also wenn Sie das in Frage stellen, sind Sie diesem Land nicht treu? Dann sagte Wesley Clark, ich trage diese Uniform seit 30 Jahren. Also niemand hat vorher das zu mir gesagt. Er hat dann angefangen, die Jacke abzunehmen. Und dann dachten alle, oh Gottes Willen. Also es kommt jetzt, na, es kommt jetzt zu Handgemengen. Richard, zieh die Brille aus und lass uns vor die Tür gehen. Genau. Also Richard Holbrooke hat das richtig gepusht. Also die Frage war, wer war gegen PFP? Ne? Unter anderem Richard. Und Richard Holbrooke war echt wie ein, auf Englisch sagt man ein Bulldozer. Wie heißt Bulldozer? Bulldozer. Bulldozer. Ja? Na, hat immer gesagt, also das ist die Politik. Und dann haben andere gesagt, oh, wie bitteschön, ist das die Politik? Nein, das ist die Politik, so machen wir das. Ne? Und also es gab Gegner innerhalb der Regierung von PFP einerseits. Zweitens, und das war noch wichtiger, Russland machte gravierende Fehler. Jelzin hat in Oktober 1993 wieder mit dem Blutvergießen angefangen. Das vergisst man heute, aber in Oktober 93 hat er schriftlich befohlen, Panzer haben das eigene Parlament angegriffen. 100 Tote, 800 Verletzte, das Parlament wurde lahmgelegt. Also dagegen war der 6. Januar ein Picknick. Ne? Also er hat entschlossen, nicht mehr sozusagen auf der demokratischen, politischen Ebene zu bleiben, sondern hat entschlossen, ich gehe weiter mit Blutvergießen. Klar, einige der Parlamentarier waren ganz rechts, aber das war nicht friedlich, das war gewaltsam. Und dann noch schlimmer, im Dezember 94, Tschetschenienkrieg. Na, und dann kamen Valenze und Havo wieder und sagten, okay, wir haben uns damit einverstanden erklärt, mit der Partnerschaft zu leben, aber jetzt hat Russland wieder mit dem Blutvergießen angefangen. Jetzt brauchen wir Artikel 5. Tut uns leid wegen der Ukraine. Und dann kam auch innenpolitischer Druck dazu.
Wir haben bei uns das System, wir haben sogenannte Zwischenwahlen, wo Kongress gewählt wird, aber nicht den Präsidenten. Und in den Zwischenwahlen in November 94 haben die Republican Party hat mächtig gewonnen. Haus und Senat zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Und das aufgrund von einem sogenannten Contract with America, wo drin stand in etwa NATO-Osterweiterung so schnell wie möglich. Und da dachte Clinton, ich möchte im Jahr 96 wiedergewählt werden und ich brauche genau diese Menschen, vor allem im Mittleren Osten, im Midwest, Leute europäischer Abstammung, ne, polnischer Herkunft, wie übrigens meine Verwandtschaft. Und ich brauche diese Menschen und die Republicans haben gerade gewonnen. Und das kam alles zusammen. Also am schlimmsten war die Fehler Russlands, das Blutvergießen Oktober 93 in Tschetschenien, aber dann Druck von Mittel- und Osteuropa und dann innenpolitisch Druck. Und das kam alles zusammen. Und es kam dazu, haben wir vorher besprochen, den Abzug der sowjetischen Truppen aus Deutschland 94. Dann war Deutschland nicht mehr involviert, wie Kohl sagte. Dann konnte Deutschland sagen, ja, jetzt, jawohl, NATO-Osterweiterung. So, die Partnerschaft für den Frieden wurde dann also schlecht gemacht, zur Seite geschoben, existiert zwar heute noch, ist aber ein Spiel. Formal, genau, nur formal. Und dann hieß es, nein, jetzt machen wir es richtig, Artikel 5, jetzt zeichnen wir diese Trennlinie zwischen durch Europa. Und am Ende hat Clinton genau das gemacht, was er vorher sagte, dass er nicht machen wollte, eine neue Trennlinie durch Europa gezogen. Und jetzt kommen wir zu meinem Schluss. Also ich will nicht sagen, heute wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber ich meine, es wäre heute besser, wenn wir bei der Partnerschaft für Frieden als den Modus der NATO-Osterweiterung geblieben wären. Das ist ein wichtiger Punkt. NATO-Osterweiterung ist nicht ein Ding. Es gab mehrere Methoden der NATO-Osterweiterung, die damals lebhaft diskutiert wurden. Also wir sind am Ende bei der Methode gelandet, der uns am meisten geschadet hat. Also ich bin, muss ich ganz klar sagen, ich bin nicht gegen die NATO-Osterweiterung, sondern bin dafür. Ich finde es richtig, dass die NATO erweitert. Ich bin gegen die Art der Erweiterung. Das ist also das Argument meines Buches. Fußnote übrigens, 1994, als Jelzin Tschetschenien hat angreifen lassen, hat er damit gerechnet, eine sehr kurze chirurgische Operation durchführen zu können und war dann erbost, als sein Militär sich dazu als unfähig entpuppte. Da dachte ich, ja, das haben wir aber auch irgendwie mit in 3 Tagen ist Kiew gefallen. Haben wir auch schon mal gerade eben wieder erlebt. Also, ich weiß nicht, Carlo, hast du zu PFP noch was? Ich glaube, wir haben nicht die Zeit. Ich glaube, dass du in den Counterfactual nicht richtig liegst, Mary. Meinst du? Okay, ja, das ist, bekomme ich am meisten Kritik, ja. Was da außen vor gelassen wird, das muss ich leider Gottes sagen, als jemand, der normalerweise vom System her denkt, ist der interne Wandel in Moskau von Jelzin zu Putin und damit einhergehend sozusagen ein neues Selbstbewusstsein in der Russischen Föderation, was die außenpolitische Rolle anbelangt. Ich sage nicht, dass alles so gekommen wäre, wie es jetzt gekommen ist, aber ich glaube, der Punkt ist, wir wissen nicht, ob unter Putin und dem, was dann passiert ist, aus einer russischen Sicht PFP noch ein gutes Instrument gewesen wäre, mit dem man hätte leben können. Oder ob nicht da auch sozusagen die Punkte gemacht werden, die NATO erweitert sich zwar nicht, aber kommt immer näher, weil sie immer stärker mit den Staaten vom PFP kooperiert. Also, Beispiel ist, ein Argument, das ja auch gebracht worden ist im Vorfeld des Krieges, waren zum Beispiel diese Manöver, die die NATO mit der Ukraine gemacht hat. Und das sind ja Manöver, die unter PFP auch möglich gewesen wären. Also das heißt, diesen Punkt hätte man auch machen können, wenn es PFP, also wenn es 2021 noch PFP gegeben hätte. Ja? Also natürlich bin ich da anderer Meinung, weil ich ja ein Buch darüber geschrieben habe, aber ich will sagen, also ich will nicht sagen, ich wiederhole, dass alles heute perfekt wäre. Ich will nur sagen, es wäre besser als heute. Also zum Beispiel, wir haben nun das Problem, die Ukraine in die NATO, ja oder nein? Das heißt alles oder nichts. Wie gesagt, es gab viele Methoden der NATO-Erweiterung, und es wurde damals lebhaft diskutiert. Also es gab erstens unter vielen anderen diese Idee, wir kreieren die Partnerschaft für den Frieden. Und unterhalb diesem Schirm können wir Länder startbereit machen für die Mitgliedschaft, aber so leise, leise, Gesichtswehren für Russland. Wir können sie technisch ausrüsten, denn also aus Polen NATO-Mitglied
vollkommen nicht vorbereitet. Ne? Und wir hätten denn eine Mitgliedschaft für die Ukraine. Wir hätten also innerhalb der Partnerschaft länger zusammen mit der Ukraine arbeiten können, aber unterhalb dieser Schwelle der NATO-Mitgliedschaft. Diese Partnerschaft ist zur Seite geschoben. Stattdessen hatten wir die Alles-oder-nichts-Methode der NATO-Osterweiterung. Artikel 5 oder gar nichts. Und nun stehen wir vor dieser Frage. Also Artikel 5 für die Ukraine oder nichts. Ich finde, es wäre besser, wenn wir andere Möglichkeiten hätten, aber nicht, wir haben nur die Alles-oder-nichts-Methode. Jetzt Thomas und Frank wurden beide. Ja, für mich ist ja immer noch nicht klar, wenn wir 1997 die NATO-Russland-Grundakte hatten, ja, und den NATO-Russland-Rat, ich glaube seit 98 oder als Folge dieser Grundakte, wann ist das eigentlich so gekippt, dass dieser irreversible Bruch entstanden ist? 99, also, finde ich. Ja, ich würde sagen, also es gibt, also in dem Buch rede ich von einer Ratsche. Mhm. Wenn man eine Ratsche dreht, kann man nicht zurückdrehen. Und ich fand, es gab drei Punkte, wo eine Ratsche gedreht wurde und die ging nicht zurück. Die erste war unter Bush. Es gab ein großes Gespräch damals, wie sieht die Zukunft der europäischen Sicherheit aus? Und Genscher hatte eine Antwort, die anders war. Andere hatten andere Antworten. Wie gesagt, die Entmilitarisierung Europas und so weiter. Und Bush hatte eine Ratsche gedreht. Er hat gesagt, nein, die NATO bleibt. Die NATO ist die Zukunft der europäischen Sicherheit. So, dann war das erledigt. Die NATO bleibt. Dann war die nächste Frage unter Clinton, erweitern wir die NATO nach Polen? Und also machen wir das. Und am Anfang sagte er, nur nicht so schnell, ich will die Partnerschaft für den Frieden. Aber dann Ende 94, Anders 95, wegen der Gründe, die wir schon besprochen haben, hat er es anders überlegt. Und hat gesagt, ja, wir machen diese NATO-Osterweiterung, alles oder nichts, nach Polen und so weiter. Also ab Anfang 95 war es denn klar, so ist die Methode der NATO-Osterweiterung. Dann schrien die Russen laut auf. Das war ein Zeichen des Problems mit dieser Methode der NATO-Osterweiterung. Das hat die Russen vor den Kopf gestoßen. Es hat der nuklearen Abrüstung ein schnelles Ende gesetzt. Also deswegen bevorzuge ich die Partnerschaft für den Frieden. Und dann war natürlich die nächste Frage, wo hört das auf? Ne? Und dann gab es ein heikles Gespräch mit den Briten, mit London intern. Und die Briten sagten den Amerikanern, das ist jetzt 97 um die Zeit herum, also pass auf, Washington. Wir sollen jetzt so schnell wie möglich so viele Länder wie möglich in die NATO reinholen und dann nie wieder erweitern. Das brauchen wir nicht laut zu sagen. Wir brauchen den Washingtoner Vertrag nicht zu ändern. Aber Russland eines Tages wird wieder stark werden. Es könnte jemand kommen, eine Person, die wir nun als Putin erkennen. Die Briten sagten, wir sollen jetzt so schnell wie möglich so viele Länder wie möglich rein und dann basta. Und Washington sagte, das ist genau falsch. Wir müssen so wenige Länder wie möglich in die NATO, um ein klares Zeichen zu setzen, dass die Osterweiterung nie aufhört. Und deswegen auf Englisch hat den Titel auf Englisch zwei Bedeutungen, not one inch. Also am Anfang hieß es, die NATO bewegt sich not one inch Richtung Osten. Aber am Ende hieß es, not one inch of Europe is off limits. Ne? Alle Zentimeter Europa können NATO werden. Und dann sagen die Briten, aber was ist, wenn wir das bis in die Sowjetunion expandieren? Und dann sagte Strobe, das muss unbedingt passieren. Strobe Talbot von Anfang an sagte, die NATO-Osterweiterung muss unbedingt zu den baltischen Ländern hin und vielleicht andere Länder auch. Das kann nicht aufhören, bevor das stattfindet. Und Washington hat gesiegt. Und dann gab es einen großen Streit, 97, wie viele Länder sollen in die NATO rein? Und Washington hat gesiegt, nur drei. Und eins davon war nur ein halbes Land. Das war die geteilte Tschechoslowakei. Um es ganz klar zu machen, die Osterweiterung ist am laufenden Band. Deswegen hieß es die offene Tour. Und die Briten konnten sich nur am Kopf fassen und sagen, ach, dann haben wir so viele Probleme in der Zukunft. Aber Washington hat gewonnen. Und das ist die Art der NATO-Erweiterung, bei der wir geblieben sind. Alles oder nichts und ohne Begrenzung. Also immer, immer open door. Also ich, wie gesagt, ich bin keine Gegnerin der NATO-Osterweiterung. Ich wünsche, Europa wäre friedlich. Ich wünsche, Russland hätte sich demokratisch entwickelt. Ich wünsche, es wäre anders. Aber realistisch gesehen, na, dann kriegst du Probleme mit der Art der NATO-Osterweiterung. Aber ist das nicht, vermengst du nicht in gewissem Sinne Analyseebenen, wenn du zum Beispiel jetzt auch die Demokratisierung Russlands da mit reinbringst? Also im Grunde, wenn man jetzt drei Sachen unterscheidet, quasi die Machtbalance in Europa und die gesamte Mechanik, wer hat Artikel 5, wer ist in der NATO und wer nicht und wo steht Russland, das ist Nummer eins.
Und dann haben wir quasi die innere Verfasstheit von Staaten. Zum Beispiel eben die Frage, demokratisiert sich Russland aus den 90ern rauskommt oder nicht? Wir haben gesehen, das ist nicht gelungen. Und wir haben ganz unten auf der untersten Ebene Individuen. Und da kommen wir dann auf den Herrn Putin zu sprechen. Und wenn jetzt die Überlegung ist, hätten wir PFP gemacht, statt NATO zu erweitern, so wie es geschichtlich eben einfach passiert ist, also kontrafaktisch tun wir jetzt mal so, wir täten was anderes, wie würde sich die Geschichte entwickeln, dann ist ja ein Indikator, an dem ich messen könnte, dass wir heute besser dastehen, dass man sagt, es wären halt zum Beispiel nicht die Kriege passiert in Tschetschenien, dann nochmal Tschetschenien, dann Georgien, dann Ukraine zum Ersten und Ukraine zum Zweiten bis heute. Und da bin ich mir absolut nicht sicher, ob diese Veränderung auf dieser Ebene Machtarithmetik, wer ist in der NATO, wer ist nicht in der NATO, so einen Riesenunterschied gemacht hätte. Die Tatsache ist, Russland hat sich nicht demokratisiert. 94 hat Jelzin schon Tschetschenien angegriffen. 99 kam Putin an die Macht, hat dann den Tschetschenienkrieg fortgesetzt, neu angefangen, wie man es sagen will. 2008 war Georgien dran. 2014 wurde die Krim annektiert, dann wurde in den Donbass einmarschiert und dann kam die Vollinversion 2022. Und ich habe den Eindruck, das hat viel mehr dann doch mit der Person Putin zu tun und mit dem politischen System Russlands, als mit der Frage, wer ist eigentlich in der NATO oder nicht. Man könnte es sogar nochmal genau umdrehen und sagen, das ist ja kein Zufall, dass Georgien und die Ukraine angegriffen werden und all die Staaten, die es in die NATO geschafft haben, vorher eben nicht Polen oder die baltischen Staaten. Also das ist ja so, wenn man mit den baltischen Staaten redet, Leuten aus den baltischen Staaten oder auch jetzt mit Finnen oder so, die sagen, Leute, ihr verdreht die Tatsache, es ist genau umgekehrt, angegriffen wird, wer nicht in der NATO ist und nicht etwa Russland greift Staaten an, weil die möglicherweise irgendwann mal in die NATO kommen. Ist klar, ich meine? Also ich finde, am besten wäre, wir wären nicht wieder in geopolitischen Verhältnissen gekommen, wo Länder in Europa sich angreifen. Also die Frage ist, ne? Also die Frage wie hätten wir den Moment der Zusammenarbeit Anfang der 90er, wie hätten wir also diese Zeit verlängern können. Lass mich, um auf deine Frage zu reagieren, Frank, lass mich kurz resümieren. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu lang geredet, schon wieder. Die Ratschen, die drei Drehungen der Ratsche zu resümieren. Erstens unter Bush, etwa 1990, die NATO muss bleiben. Zweitens unter Clinton, die NATO wird nicht nur bleiben, sondern wird sich nach Polen und so weiter einfach erweitern. Alles oder nichts, Artikel 5 oder nichts. Und drittens, Open Door. Die Erweiterung wird kein Ende gesetzt. Das ist etwa 97. Dann geht's richtig bergab mit Russland. Also genau das, was Clinton fürchtete, was ich sozusagen im Nachhinein fürchtete. Die Russen haben dann gesagt, also nö, das gefällt uns nicht. Und am schlimmsten war dann 99, also Kosovo-Krieg, als Primakov, der Außenminister von Russland, also sein Flieger umdrehte, mitten im Flug nach USA. Mm. Und dann kommt Putin an die Macht. Ich finde, ab 99 ist die Lage nicht mehr zu retten. Und dann gelten andere Spielregeln. Aber ich, ja. Das muss man vielleicht sagen, auch für die Jüngeren. Die Bombardierung durch die NATO ohne UN-Sicherheitsratsmandat in Serbien hat, glaube ich, in Russland in gewissem Sinne einen Schalter umfallen lassen. Ja, also die Beziehungen waren schon immer schlechter geworden, man hat sich entfremdet und 99, deswegen habe ich das vorhin auch so dazwischen geschrien, so war, scheint so ein wirklicher Umschlagspunkt gewesen zu sein. Ich weiß, du willst was fragen, aber ich will schnell mal was zur Demokratisierung sagen bei Frank, weil Frank das erwähnt hat. Ich zitiere in meinem Buch Sozialwissenschaftler, sie haben geprüft, heißt NATO-Mitgliedschaft gleich Demokratisierung. Und anhand der Beispiele Ungarn und Polen sieht man, dass die Tatsache, dass ein Land NATO-Mitglied wird, schützt die Demokratie nicht ewig. Und dann haben Sozialwissenschaftler festgestellt, was der Demokratisierung hilft, ist die Hoffnung auf Mitgliedschaft in westlichen Institutionen wie NATO oder wie World Trade Organization oder was auch immer. Also das hieß, die Partnerschaft für den Frieden, wenn man das also verlängert hätte, na, diese Hoffnung hätte vielleicht eine Auswirkung. Ich will nicht damit sagen, alle Länder wären jetzt wunderbare Demokratien. Aber ich glaube, das ist noch ein Pluspunkt für die Partnerschaft. Und dann jetzt. Wobei es sich auch irgendwann dreht, ne? Wobei es sich irgendwann dreht, diese. Aber Demokratie diese sein wollen und. Darf ich auch irgendwann mal ran oder kann jeder dazwischen kommen? Demokratie sein wollen und in der russischen Peripherie existieren, ist ja genau das, was so gefährlich ist, wenn man nicht in der NATO ist. Da muss ich rein.
Ich halte das Argument für total irrelevant, weil die NATO die Staaten sozusagen im Bereich Security Sector Reform vorbereitet. Aber die Demokratisierungsfrage, deswegen gab es diesen parallelen Prozess, die macht die EU. Wir hatten diesen Prozess. Ich zitiere Sozialwissenschaftler, die den Einfluss der NATO-Erweiterung auf Demokratisierung erforscht haben. Ja, ich weiß, aber sozusagen allein die Frage NATO und Demokratisierung ist schon eine falsche, weil die NATO sich nur auf Security Sector Reform beschränkt hat. Alle anderen Sachen, die wirklich Demokratisierung sind, wir hatten. Also Lech Wałęsa nach Mitgliedschaft gebeten hat, sagte, das wird unsere Demokratie schützen. Schützen, das wird ja, das einlocken. Schützen, Militäre schützen. Und aber nicht entwickeln. Nein, innerhalb des Landes festigen. Also ob das richtig ist oder nicht, will ich nicht selber nicht sagen, aber er hat das als Argument genau, benutzt. Aber das ist mein Punkt, dass es nicht richtig ist, weil wir hatten diese Parallelität von NATO und EU-Erweiterung. Und dann sind wir bei einem anderen Thema. Also ich finde, die NATO hat sich zu schnell erweitert und die EU viel zu langsam. Was passierte in dem Jahrzehnt, nachdem die Mauer runterkam? Nur Länder wie Österreich sind Mitglieder geworden. Die Österreicher haben sich übrigens damals erheblich beschwert, als die Mauer runterkam. Sie haben gesagt, intern, wir wollen nicht in einem Topf mit den Osteuropäern sein. Das ist wie in einem Sumpf zu sitzen. Wir wollen in die EU, ne? Nicht in einer Schlange stehen, hinter diesen Ländern. Ich habe mich gewundert, wie die Österreicher über Mittel- und Osteuropa gesprochen haben. Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Ich würde noch mal gerne zurückgehen auf diese Alternative, also sozusagen den Big Bang zu machen oder das langsam zu erweitern. Müssen wir nicht aber trotzdem feststellen, dass de facto seit 2008 NATO-Osterweiterung stehen geblieben ist? Nö, sag das mal den Finnen und den Schweden. Das war die Vorbereitung. Ja, aber die Finnen und Schweden sind sozusagen reingekommen wegen dem Angriff. Also vorher, als ich bei der NATO gearbeitet habe, gab es eine Situation, wo die Schweden schon mal diskutiert haben, wirklich ernsthaft NATO-Mitglied zu werden. Und dann hieß es immer, wenn die Schweden sich entscheiden, kommen die Finnen auch. Dann haben die Schweden das aber ad acta gelegt. Im Rahmen von PFP. Was ist die Frage? Ich verstehe die Frage. Ist ganz einfach. Seit 2008 haben wir keine NATO-Osterweiterung mehr gesehen. Wir haben im Rahmen von PFP haben wir sozusagen Aktivitäten gehabt. Wir haben bilaterale Aktivitäten gehabt. Aber letzten Endes ist doch 2008 mit dem Streit auf dem Bukarest-Gipfel über Ukraine und Georgien ist doch die NATO-Erweiterung, Osterweiterung on hold gesetzt worden. Und was meinst du damit? Also Carlos' Punkt ist, kann das dann ein belastbarer Grund dafür sein, dass zum Beispiel Russland 2014 dann die Krim annektiert und in den Donbass einmarschiert? Genau. Also man sagt der Ukraine explizit 2008, Möb, sorry, ihr kommt nicht in die NATO. Nein. Und irgendwann mal. Ihr kommt irgendwann mal in die NATO. Nein, ihr kommt jetzt 2008 nicht in die NATO. Nein. So. Ganz im Moment. Das ist ein Missverständnis. Es steht schriftlich in der NATO Declaration, die Ukraine und Georgien werden Mitglieder werden. Ja, aber das 2008. Das war doch der Kompromiss, weil die Bush-Administration den Map aber sofort geben wollte. Klar, aber das Ergebnis, genau, wie gesagt, dass das schriftlich fixiert worden ist, die Ukraine und Georgien werden Mitglieder. Ja, wissen wir. Aber der Punkt ist, es ist seitdem nichts passiert im Sinne von NATO-Osterweiterung. Du hast diese ganze NATO-Osterweiterung, die 97 anfängt, dann die zweite Welle 99. Ja. Dann, glaube ich, 2003 nochmal eine dritte Welle. Vier. Und dann. Oder 2004. Und ab 2008 de facto passiert doch nichts mehr. Doch. Also Nordmazedonien. Ja, Nordmazedonien, okay. Die NATO-Osterweiterung ist ein Open Door. Es kommen immer Länder dazu. Das ist nicht richtig, dass es keine Osterweiterung nach dem Jahr 2008 stattfand. Das ist nicht richtig. Der Punkt ist, ich glaube, niemand will, also ich würde auch auf jeden Fall nicht abstreiten, dass die NATO-Osterweiterung eine wesentliche Rolle auf politischer und, das war vorhin ganz am Anfang gefallen, psychologischer Ebene spielt dafür, dass Russland eben diese ganze Thematik in seine Überlegungen, was Sicherheitsinteressen angeht, mit quasi einfließen lässt. Die Frage ist für mich die analytische Trendschärfe. Und ich finde, da muss man auseinandernehmen, was ist die Machtkonfiguration, was passiert in dem Land und was sind einzelne Personen, die was zu sagen haben. Und ich finde auch dieses, auf Seite 329 bin ich total drüber gestolpert. Und da ist ein Zitat von einem Russland-Experten, 93, den zitierst du, weil du sagst, der hatte die prophetische Vorausschau. Stefan Sestanovic, der schrieb in der New York Times, Zitat, man könnte zwar echte Zweifel an den vielen Formen von Hilfe hegen,
die für die Kooperation mit Russland vorgeschlagen worden seien. Aber jetzt, Zitat Sestanovic, aber diese Zweifel sind nichts im Vergleich zu der Frustration und Machtlosigkeit, die wir empfinden werden, wenn die russische Demokratie scheitert. Und ich würde sagen, das stimmt. Die russische Demokratie hätte nicht scheitern dürfen. Das hat fast nichts mit der NATO-Osterweiterung zu tun. Also, wenn wir nach Kriegsursachen fragen, warum wurde Georgien angegriffen? Warum wurde die Krim jetzt zum zweiten Mal, die Ukraine jetzt zum zweiten Mal angegriffen? Dann würde ich sagen, ja, selbstverständlich ist sozusagen das Machtgefüge und die Konfiguration zwischen den Staaten, spielt es da eine Rolle. Aber das hat aus meiner Sicht tatsächlich sehr viel mehr damit zu tun, wie die innere Verfasstheit des Staates Russland ist, seit 1999, als Putin an die Macht kam und relativ zügig angefangen hat, von Demokratie zur Autokratie zurückzuentwickeln, das Land. Und es hat extrem viel mit der Person Putin alleine zu tun, der sich jetzt kürzlich erst in der Corona-Pandemie 2 Jahre eingeschlossen hat, offensichtlich Geschichtsbücher gelesen hat, die alle falsch verstanden hat. Ja, er ist von der Geschichte besessen. Ja, und jetzt halt einfach dieses Imperium zurückhaben will. So, also das heißt, wenn wir uns fragen, ist die NATO-Osterweiterung schuld an Russlands Krieg gegen die Ukraine, würde ich sagen, im weitesten Sinne nein. Spielt's mit rein? Mit Sicherheit, kann man diskutieren. Sind in den 90ern Fehler gemacht worden? Mit Sicherheit. Hätte man noch mehr Rücksicht nehmen können? Absolut. Hätte es drastisch was geändert an der Situation, an der wir heute uns wiederfinden? Ich würde sagen, kann ich mir nicht vorstellen. Glaube ich eher nicht. Ja, also ich bin bei dir bis zum letzten Punkt. Okay. Ich finde, wenn wir noch die Partnerschaft für den Frieden als Leitfigur sozusagen der NATO-Osterweiterung, erstens hätten wir schon länger intensive Beziehungen zu der Ukraine. Wir reden jetzt von Kontrafakten. Es sind so vieles, das anders sein muss, das ist schwierig. Normalerweise, wenn man kontrafaktisch redet, soll man so wenig wie möglich verändern. Ja. Aber also ich finde, das Gute an die Partnerschaft war, dass sie so vage und so ambivalent war. Und das wurde auch damals intern besprochen. Clinton und seine Berater sagten, ja, das Gute an die Partnerschaft, wenn Russland sich gut entwickelt und richtig demokratisch bleibt, dann hilft die Partnerschaft uns mit der Abrüstung. Aber wenn Russland schlecht entwickelt, also nicht demokratisch, es kommt ein Diktator, dann können wir die Partnerschaft ändern. Wir können von heute auf morgen alle Partner NATO-Mitglieder machen. Wir haben die sowieso alle startbereit gemacht. Mm-hmm. Auf Englisch würde ich sagen, das Gute an der Partnerschaft war, it allowed us to manage contingency. Also es war eine Möglichkeit, sich selbst auf viele Zukünfte, also nicht die Zukunft, sondern die Zukunft mehrfach zu vorbereiten. Stattdessen haben wir nur diese Strickjacke, also diese, oder Strickjacke. Die Strickjacke ist jetzt eine Zwangsjacke sozusagen. Zwangsjacke, pardon. Stattdessen haben wir diese Zwangsjacke, volle NATO-Mitgliedschaft oder nicht. Und wir haben auch die Tatsache, dass die Ukraine keinen Ankerplatz in Europa hatte. Und das finde ich wichtig. Ob wir jetzt die Kriegsschuldfrage diskutieren wollen, das ist ein anderes Themenkomplex, Kriegsschuldfrage. Also meine Behauptung ist, also das Buch ist Dezember 2021 erschienen. Der Grund ist, ich hatte damals gemerkt, Putin ist von der Geschichte besessen. Er zelebriert gern gewisse Daten mit Gewalt. Es war ein klares Muster, habe ich als Historikerin gesehen. Und als ich dabei war, das Buch zu schreiben, Kernzeit meiner Schreibarbeit war so das Jahr 2019, 2020. Und ich schaute auf den Kalender und merkte, um Gottes Willen, Ende des Jahres 21, 30 Jahre seit der Trennung zwischen der Ukraine und Moskau, 30 Jahre seit dem Zerfall der Sowjetunion. Ich wusste nicht, was Putin tun würde. Ich war nicht hellsichtig. Ich wusste nicht, dass er versuchen würde, Kiew binnen 3 Tagen zu erobern. Aber ich war mir 100%ig sicher, das Datum wird er nicht ignorieren können. Es passiert was Furchtbares. Und deswegen habe ich das Buch dann herausgebracht, Dezember 21 und in Großbritannien, Februar 2022. Dabei habe ich vergessen, die chinesische Olympiade. Die Chinesen haben gesagt, bitte nicht nochmal wie 2008 uns den Schau stehlen. Aber also die Truppen standen schon. Also das heißt, alles, was ich in dem Buch geschrieben habe, habe ich vor dem Ausbruch des Krieges geschrieben. Das heißt, also in dem Buch mache ich keine Argumente zum Kriegsursachen, weil das Buch alles vor dem Krieg geschrieben worden ist. Wenn wir hier Zeit haben, also Kriegsschuld zu debattieren, können wir machen. Aber das ist nicht, ich würde klar machen, das ist nicht. Da machen wir, glaube ich, lieber mal eine neue Folge. Gerne genau, mit dir. Genau. Weil wir nehmen unsere HörerInnen schon ganz schön hart ran heute.
Ja, die richtig harten Jogger sind wahrscheinlich gerade irgendwie bei Marathonvorbereitung. Die müssen diese drei Stunden. Kein Mensch kann so lange laufen, wie wir hier reden. Es war aber eigentlich auch schon ein sehr schönes Schlusswort. Es war super. Ganz herzlichen Dank. Geschichtsstunde mit Mary. Klasse. Danke vielmals. Ja, das war super. Ja, wirklich. Heute mal kein Fazit, denn so viel, wie wir da besprochen haben, muss man sich eigentlich komplett anhören. Deswegen gehen wir direkt zu den Sicherheitshinweisen. Sicherheitshinweis. Mein Sicherheitshinweis, ich fange an, bezieht sich auf Nordkorea. Und zwar hat da die letzten paar Tage ein Artikel die Runde gemacht, der für relativ viel Aufsehen gesorgt hat, wo zwei Kenner der Materie geschrieben haben, dass Kim Jong-un jetzt also auf Krieg aus ist, um es sehr vereinfacht zu sagen. Also es gibt bestimmte Äußerungen mit Blick auf die perspektivische Wiedervereinigung mit Südkorea, die eben darauf schließen lassen. Es gab dann eine Replik zu diesem Artikel, der sagte, nein, ich verlinke beide in den Shownotes, sodass man das mal gegeneinander halten kann. Der sagte, nein, das ist im Prinzip nur das übliche Säbelrasseln, was wir auch kennen von Nordkorea. Und das hat jetzt hier natürlich was damit zu tun, dass die USA sich im Wahljahr befinden. Und die Idee ist natürlich, dass Nordkorea hier jetzt von Krieg spricht, damit man dann darüber Konzessionen erwirken kann, wenn die nächste Regierung in Washington im Amt ist, nämlich zum Beispiel primär die Erleichterung im Bereich Sanktionen. Es gibt noch so ein paar andere ganz interessante Beobachtungen drumherum. Zum Beispiel ist in Nordkorea dieses Monument weggesprengt worden, was eben die Wiedervereinigung des Landes symbolisiert. Also zumindest auf einer symbolischen Ebene drückt Kim Jong-un, würde ich sagen, ordentlich auf die Tube, ohne mich da jetzt schon positionieren zu wollen. Und eine Frage, die ich eben in diesem Zusammenhang stellen würde, ist, wenn, womit man ja rechnen muss, Trump gewählt wird in den USA, dann kann ja vermutlich Kims Kalkül nicht sein, ausgerechnet von der Trump-Administration jetzt besonders großes Entgegenkommen zu erwarten. Weil mit Trump hat sich Kim ja mal, wir erinnern uns noch an diese kuriosen Bilder, getroffen. Und aus dieser ganzen Anbahnung ist ja nun gar nichts geworden. Und insofern ist es schon eine Sache, wo ich sagen würde, da müssen wir sehr genau drauf gucken, wie sich das weiterentwickelt, und ist eine Sache, wo ich mir etwas mehr Sorgen mache als normalerweise eh schon. Soll ich? Mein Sicherheitshinweis bezieht sich auf einen Artikel, der gestern im Telegraph erschienen ist, in der britischen Zeitung. Und zwar behauptet der Telegraph, im Besitz von Dokumenten des Pentagons zu sein, wonach die Vereinigten Staaten wieder Atomwaffen in Großbritannien stationieren wollen. Die haben ihre Atomwaffen 2008 aus dem Standort, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Lakenheath abgezogen. Und es ist geplant, jetzt wieder nach Lakenheath Sprengköpfe zu schicken, um sie dort zu lagern, die von ihrer Sprengkraft her dreimal so stark sein sollen wie das, was die Vereinigten Staaten 45 auf Hiroshima abgeworfen haben. Und die Begründung ist, ich sag jetzt mal so, der schlechte Zustand der britischen Armee, wonach die Briten nämlich nicht in der Lage seien, eine militärische Konfrontation mit Russland durchzuführen. Wir haben ja in der letzten Zeit auch Berichte über die britischen Streitkräfte gehabt, wo jetzt gefordert wird, so eine Art Bürgerarmee aufzubauen, weil es viel zu wenige sind. Also, wenn das stimmt, was der Telegraph berichtet, dann werden die USA wohl demnächst wieder Nuklearwaffen in Großbritannien stationieren. Dass sie das machen, weil die britische Armee in so schlechtem Zustand ist, ist, das habe ich noch nicht gehört, und das ist schon einigermaßen pikant, oder? Also das wird aus dem Telegraph so zitiert. Ich meine, Junge. Das scheint mir so die britische Medienhaltung, guck mal, wie scheiße unsere Armee ist, dass selbst die Amis ihre Nukes wieder schicken. Naja, also, man darf nicht vergessen, als die Briten ihre Reform durchgeführt haben und das Heer auf 70.000 runtergegangen ist, gab es schon ein Grummeln in der NATO, der Gestalt, dass man gesagt hat, ihr vergesst nicht, ab und zu braucht man Boots on the ground. Dagegen gehe ich wieder runter auf die Kleinebene. Die Bundeswehr soll ja ein neues Sturmgewehr bekommen. Die Älteren unter uns erinnern sich, dass vor Jahren die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sagte, dass G36, die Standardwaffe der Bundeswehr, hat keine Zukunft.
Da gab es Berichte, die Treffergenauigkeit, vor allem da, wo es warm ist, wie in Afghanistan, die sei zu gering. So, dann gab es einen 7-jährigen Ausschreibungsprozess, begleitet von vielen Patentstreitigkeiten vor Gericht zwischen zwei Herstellern. Also alles eine sehr unschöne Geschichte. Jetzt sind die ersten 390 Testwaffen, sogenannte Nachweismuster, bei der Bundeswehr und schon gibt es angeblich Ärger. Weil G95, das, ne? G95 heißt es. Das ist übrigens unter dem Firmennamen HK416. Bei der französischen Armee die Standardwaffe, bei der norwegischen Armee die Standardwaffe, bei den US Marines im Einsatz, bei den deutschen Spezialkräften im Einsatz. Entschuldigung, worauf willst du hinaus, Thomas? Entschuldigung, dass ich lache, Thomas, aber es ist so eine geile Herleitung. Nur bei der Bundeswehr muss es jetzt erst nochmal getestet werden, ehe es eingeführt werden kann. Um diese Tests gab es vorgeblich Ärger in den vergangenen Tagen. Da hat der Bundesrechnungshof gesagt, so geht das aber nicht, weil ihr habt ja gar nicht unter Realbedingungen getestet, sondern nur im Labor, nur mit ziviler Präzisionsmunition, nicht mit Gefechtsmunition und alles ganz schrecklich. So, der Stand der Dinge ist, ja, 5 der 390 Gewehre wurden bei der Wehrtechnischen Dienststelle 91 in Meppen unter Laborbedingungen getestet, mit genau definierter Präzisionsmunition, unter genau definierten Umständen, zum Beispiel exakter Temperatur. Aber dabei ging es nur darum, festzustellen, sind die Waffen selbst nachweisbar in Ordnung? Und da nimmt man natürlich möglichst präzise Munition, um mögliche Abweichungen festzustellen, die dann eben nicht an der Munition liegen, sondern an der Waffe. Diese Labortests hat das Gewehr bestanden, übrigens auch mit der neuen Gefechtsmunition. Für alle Freunde der Umwelt, die neue Gefechtsmunition wird eingeführt, weil die REACH-Chemikalienrichtlinie der EU bestimmte Bestandteile der Treibladung nicht mehr erlaubt. Ist also sozusagen umweltfreundliche Munition, aber mit der schießt das Gewehr auch korrekt. So, und die eigentlichen Tests, ob das Gewehr nämlich im realen Leben was taugt, diese Truppenerprobung, die beginnt jetzt erst. Und mit Kritik und die Waffe taugt nichts, warten wir mal, bis diese Erprobungen abgeschlossen sind. Und was schließen wir jetzt daraus, dass dieser Nichtskandal skandalisiert wurde? Tja, dass das Gewehr sozusagen die Braut des Soldaten ein hochemotionales Thema in der deutschen Öffentlichkeit ist. Ich möchte heute hinweisen auf eine neue zivile Drohne, die DJI auf den Markt bringt. Keine Sorge, das ist kein Werbeblock, sondern ich erkläre, warum das relevant ist und auch gerade sicherheitspolitisch relevant. Also DJI, das ist ja der Drohnenhersteller für zivile Drohnen aus China, der ist weltweit führend, hat fast eine Monopolstellung, muss man eigentlich fast sagen. Und der Großteil der Drohnen, die wir so kaufen können im Laden oder im Internet, sind eben von diesem chinesischen Hersteller DJI. Und die haben jetzt gerade gesagt, sie haben eine neue Drohne, die laut Hersteller bis zu 30 Kilogramm Nutzlast tragen kann und bis zu 16 Kilometer weit fliegen. Das ist, was Drohnentechnologie angeht, jetzt erstmal nicht so was wahnsinnig Besonderes. Militärische Drohnen können diese Größenordnung und weit darüber hinaus schon lange. Im zivilen Bereich ist es relativ einzigartig. Und der Punkt ist halt vor allen Dingen, diese Drohne gibt es für ein paar 10.000 Euro. Den genauen Preis habe ich nicht finden können. Aussagen gehen von 17.000 bis 42.000. Ist aber auch egal. Also unter 50.000 Euro kriegt man jetzt eine Drohne mit 30 Kilogramm Nutzlast und irgendwie 15, 16 Kilometer Reichweite. Das ist schon eine neue Hausnummer. Und der Punkt ist einfach, zivile Drohnen sind immer präsenter auf militärischen Schlachtfeldern, also in militärischen Operationen, haben wir auch schon häufig drüber gesprochen. In der Ukraine sieht man eben gerade DJI-Drohnen sehr. Und vor dem Hintergrund ist es eben doch sehr bemerkenswert, was zivile Drohnen jetzt können. Auch diese Drohne wird, würde ich jetzt mal vorhersagen, auch auf den Schlachtfeldern dieser Welt sich wiederfinden. Soll heißen, de facto kann eigentlich jeder und jede, die ein ganz bisschen Geld hat, und im militärischen Bereich sind 10.000 Euro jetzt wirklich
ganz bisschen Geld. Jeder und jede, die ein ganz bisschen Geld hat, inzwischen eine wirklich sehr reelle Drohnenfähigkeit kaufen, ohne jegliche Restriktionen. Und das ist natürlich für ja nichtstaatliche Akteure mal eine neue Situation und etwas, mit dem wir uns sicherlich in Zukunft beschäftigen müssen. Sicherheitshinweis. Das waren die Sicherheitshinweise. Das war Folge Nummer 80. Geschichtsstunde mit Mary. Wir hoffen, es hat euch sehr viel gebracht. Danke an unsere Patrons für die Unterstützung. Danke an Fanny für die Produktion. Alle Informationen zum Podcast sind zu finden unter sicherheitspod.de. Und wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es weiter und schreibt uns eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Unsere nächste Folge planen wir, das hat ja inzwischen Tradition, für die Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar. Wir sind alle vier dort und werden mit einem kundigen Gast am Sonntag, am letzten Tag der Konferenz, Bilanz ziehen. Und das nächste Sicherheitshalber live, wieder mit Phoenix, ist schon in der Planung. Uhu. Wollen wir denn verraten, dass es am 19. April in Leipzig stattfinden wird? Nein, nein, das wollen wir natürlich nein, nicht. Nein, wollen wir nicht verraten. Es ist doch noch nicht so weit. Nein, nein, wollen wir nicht verraten. Na gut, dann nicht. Es gibt schon ein Restrisiko, dass das noch schief geht, aber das Risiko würde ich als sehr gering einschätzen. Wir sind ziemlich weit gediehen mit der Planung, ne? Kann man so sagen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ihr werdet so es als Erste erfahren, wenn der Kartenverkauf beginnt. Und Pyjama-Party bei Carlo war auch, ist Teil der ganzen Vertrags. Weil wir alle in München sind. Ja! Yeah. Nee, weil wir alle in Leipzig sind. Weil wir alle in Leipzig sind. Ach so, ja, ach, sorry. In München machen wir Pyjama-Party bei Frank. Nee, ich muss auch los. Bye! Okay, bis dahin sagen tschüss, Thomas Wiegold. Ulrike Franke. Frank Sauer. Carlo Masala. Bye, bye. Tschüss. Ciao. Ciao.